Konnichiwa, Genki desu ka? This is Davey Boy Smith Jr., and you are listening to Wrestling Talk Radio. Hoppa! Hallo und herzlich willkommen im Wrestling Talk Radio. Wir haben April, das heißt, WrestleMania-Wochenende steht an. WrestleMania-Wochenende heißt natürlich auch mittlerweile, dass da 33.000 Shows außenrum stattfinden. Man möchte fast sagen, 12 Shows finden statt an dem Wochenende von allen möglichen Ligen. Alle springen auf den Bandwagon auf, jeder möchte ein Stück vom Kuchen haben. Und deswegen springen wir natürlich auch auf diesen Bandwagon auf, wir alten Trittbrettfahrer beim WTR. Ich bin der Sven, euer Pumper der Herzen. An meiner Seite ist der Basti. Ja, schönen guten Tag. Hallo. Hallo Basti, wie geht's dir? Ja, haben wir ja gerade drüber vorhin noch so gesprochen. Powernaps sind nicht unbedingt Powernaps, sondern manchmal auch Entmüdungsnaps. Also was so eine halbe Stunde Schlaf mit einem Körper anrichten kann, ist der Wahnsinn. Ja, einfach nicht schlafen, mehr Kaffee trinken. Ja. Save Kaffee water, drink coffee. Richtig. Ja, wenn man halt nur nicht für Kaffee aufbrühen Wasser bräuchte, das ist schon wieder so. Das Energy ist die James Storm-Logik hier. Mit Energy? Nee, Save Water, Drink Beer. Ach so. Hat auch damals auf dem T-Shirt gehabt. Ja, yeah, stimmt, da war was. Geiler Typ. Ja. Ja, ich hab's gerade schon gesagt. WrestleMania-Wochenende, viele, viele Shows. WrestleMania absolut. Habt ihr jetzt schon gehört bei uns hier im WTR. NXT habt ihr gehört. Jetzt ist es Zeit, endlich in den Tellerrand-Bereich reinzuspringen. Und heute, wenn ihr das hört, am Tag der Veröffentlichung, ist Karfreitag, einer der blutigsten Feiertage, die es gibt im Christentum. Da passt doch wunderbar, dass wir heute über Bloodsport sprechen. GCW wow. Präsentiert Josh Barnetts Bloodsport. Das, geil. Was letztes Jahr noch Matt Riddles Bloodsport war, aber nachdem der Bro ja jetzt bei NXT rumhüpft, hat Josh Barnett hier das Ruder übernommen und hat sich da eine kleine Karte zusammengebastelt, die wir heute bequatschen. Und Basti, wie ist dein Eindruck von Josh Barnetts Bloodsport, auch im Vergleich mit Matt Riddles Bloodsport? Die Show war awesome. Das Publikum hat richtig Bock gehabt. Das hat mir das Ganze noch runtergemacht. Zum Vergleich zum letzten Jahr, sie ist besser, würde ich sagen. Allein deswegen schon, weil man am Regelwerk ein bisschen gefeilt hat. Weil letztes Jahr gab es ja noch die TKO, also diese, wenn du dich nicht mehr aktiv irgendwie verteidigen kannst, da war das irgendwie alles so ein bisschen schwammig zwischen Knockout und TKO. Und das fand ich war dieses Jahr komplett anders. Auch dass es gab letztes Jahr, meine ich, die Regeln halt noch nicht, dass Aufgabegriffe oder ähnliches am Ringrand gelöst werden müssen, was ich auch sehr gut fand. Weil es halt auch zum Teil gut in Stories reingepasst, also in Matchverläufe, Abläufe reingepasst hat. Und dass nicht so viel draußen rumgebrawlt wurde. Ja, aber da kommen wir später dann noch zu, dass wir nur einen, weil wir dieses Jahr nur einen Deathmatch-Wrestler auf der Card hatten, statt zwei. Aber diesmal halt einen, der auch was kann. Schöne Grüße an Nick. Und den ganzen Deathmatch-Tross. Ja. Ich muss ganz ehrlich sagen, im Vergleich zum letzten Jahr wirkte das hier wie eine deutlich erwachsenere Veranstaltung. Auch deswegen, weil man das Gefühl hatte, dass die Leute, die darauf getreten sind, den ganzen Event ernster genommen haben. Ja. Weil es ist ja dann doch irgendwo, sind wir mal ganz ehrlich, eine Wrestling-Show. Es ist ja keine MMA-Show, die wir hier betrachten. Es ist eine Wrestling-Show. Es ist Shoot-Style-Wrestling. Wenn jetzt Wrestling sowas wie vorbestimmter Ringkampf ist, könnte man sagen, so, das hier ist vielleicht sowas wie vorbestimmtes MMA. Mhm. Und also, bin halt jemand, der in der Vergangenheit durchaus MMA geguckt hat, einfach weil mir das Wrestling, was die WWE geboten hat, nichts mehr gegeben hat. Ich dann allerdings festgestellt, dass mir beim MMA so dieser Unterhaltungsfaktor fehlt. Mhm. Und das war dann eben mein Türchen hin in den Indie-Bereich, Ring of Honor und letztendlich eben zu New Japan. Und deswegen finde ich auch dieses Konzept von Bloodsport unglaublich interessant. Ja, also und es sticht halt auch heraus an dem ganzen Wochenende, was du jetzt hattest mit
dem Riesen-Event WrestleMania, mit den Indie-Shows, die alle möglichen Faktoren bedient haben im Wrestling, von Spaß über Penisse über unsichtbare Leute, die miteinander gekämpft haben, ist das hier halt auch eine Show, die absolut heraussticht. Schon allein von der Optik her, weil das Erste, was du siehst, wenn du die Show ansiehst, ist eine relativ dunkle, intime kleine Halle, aber eine sehr schöne Halle mit Balkonen oben, stehe ich total drauf. Ja. Und dann siehst du diesen Ring. Und der Ring hat einen ganz besonderen Look, weil, Basti? Keine Ringseile. Keine Ringseile. Und das finde ich, das sticht einfach vor. Du hast auch die Fans direkt am Ring dran. Es ist eine unglaublich intime Stimmung dort. Ja, im Gegensatz zu letztem Jahr halt. Ne? Da war halt sehr viel Platz zwischen Ring und Fans. War halt größer, war auch ein bisschen pompöser, so von der Leinwand her und allem Shishi, was es halt so gab. Aber wirkte halt dieses Mal unfassbar viel besser. Am besten wäre es noch gewesen, wahrscheinlich, wenn es dann alles Stehplätze gewesen wären. Aber dann hättest du die Leute danach auch wahrscheinlich nach Hause schicken können ins Bett. Weil wenn dann noch irgendwo was anderes danach gewesen wäre und irgendwas muss danach, ich habe den Timetable leider überhaupt gerade nicht offen, danach noch gewesen sein, weil man eine unheimliche Fluktuation im Publikum hat. Ja, es ist aber auch im Endeffekt nur in Anführungszeichen eine 2-Stunden-Show. Ja, definitiv. Und also, das ist ein ganz großer Vorteil von der Show. Die ist unglaublich kompakt, hat eine Handvoll Matches und mehr brauchst du auch nicht. Weil aber wenn dir das so gefällt, Sven, dann kann ich dir halt alten Pancrase-Kram aus Japan eigentlich empfehlen. Ja, auf alle Fälle. Die Liga, die Minoru Suzuki gegründet hat. Und das ist eben genau auch der Mann, der letztendlich auch wieder der Aufhänger war, für mich diese Show zu gucken. Genau wie letztes Jahr eben der Fight mit Matt Riddle, war es halt dann dieses Jahr angekündigt, irgendwann Josh Barnett veranstaltet Bloodsport, hat so ein paar nette Matches aufgestellt und dann kam irgendwann der Hammer, Josh Barnett tritt an gegen Minoru Suzuki und ich dachte mir, okay. Ich bin all in, ne? Bin ich absolut dabei, schaue ich mir an und das wird auch hier besprochen und da war dann natürlich dann mein erster Gedanke, dass ich dich dann mit ins Boot hole. Ja. Und ja, so haben wir uns heute hier versammelt, liebe Gemeinde. Ja. Aber grundsätzlich, wie gesagt, erstmal eine sehr schöne Präsentation. Auch ganz nett, dass da am Anfang die Regeln erklärt worden sind. Also es gibt ein Regelwerk tatsächlich. Es ist jetzt nicht irgendwie so ein dreckiges Backyard-Gedönse hier, sondern es gibt ein festes Regelwerk, was halt auch sehr nah am UFC Regelwerk angelehnt ist. Von wegen keine 12-to-6-Elbows, Fishhooking ist verboten, Lowblows verboten, alles mögliche. Und dann ist alles begleitet worden von den Fans mit einem Oh oder Buh. Und dann sind sie durch mit den Regeln und dann meint Bryce Ramsburg, der Ref, noch zum Ringsprecher, flüstert ihm was ins Ohr. Und es gibt kein Rope Break. Ja, ganz wichtig. Smart, smart, wenn keine Ringseile da sind. Habe ich grinsen müssen. Hat mir gefallen. Aber Bryce Ramsburg ist sowieso über jeden Zweifel erhaben, was solche Sachen irgendwie angeht. Ne? Also eigentlich eine Indie-Ringrichter-Legende. Ja, definitiv. Ja, und dann würde ich sagen, reden wir gar nicht lang um den heißen Brei rum. Nein. Sondern gehen direkt in die Show rein. Und die Show startet mit Dominic Guarini, der auch letztes Jahr schon mit am Start war. Richtig. Und Phil Baroni, den du jetzt noch nicht so auf dem Radar hattest, habe ich mitbekommen. Ja doch, also ich kenne Phil Baroni natürlich. Also ich habe auch ein, zwei Kämpfe schon von ihm gesehen, so ist es ja nun nicht. Ne? Aber hier wirkte er für mich vollkommen irgendwie total drüber. Als hätte er wirklich versucht, einen Wrestler darzustellen. Weißt du, wenn er so auf einer normalen Wrestling-Show angetreten wäre, ich gesagt, ja geil, geiler Typ. Und es ist so komplett konträr, dass Wrestler, also Pro-Wrestler, hier einen MMA-lastigeren Stil gehen, einen ernsthafteren. Und der MMA-Fighter, der eigentlich der ernsthaftereste von allen sein sollte, ist der komplett drüber ist. Der wirkt, als wenn er bis unter die Stirn voll mit Koks ist. Er ist halt mittlerweile ein Pro-Wrestler, der aus einem MMA kommt, der auf einer Wrestling-Show ist, die in Anführungszeichen MMA spielt. Ja. Wo er einen Wrestler verkörpert. Mindfuck Ole. Ja. Ja, aber Phil Baroni war halt schon auch in der UFC immer so ein
schillernder Charakter und ja. Der hat jetzt halt auch noch mal unfassbar an seinem Look gefeilt, ist unglaublich definiert mittlerweile und kam halt so rüber wie, naja, wenn so ein Gangbang veranstaltet wird zwischen DX und Joey Ryan. Ich wollte gerade sagen, weil er sieht nämlich 1:1 mit diesem Bart aus wie Joey Ryan. Also so wie so der ältere Bruder von Joey Ryan, der ja auf keine Geburtstagsfeiern eingeladen wird. Genau, also der absolute Dickhead-Heel und war natürlich auch dann ganz schön, weil er diesen Heel dann so gespielt hat, dass sich das so wunderbar angeboten hat, dass man dann Phil Jabroni chatten konnte. Aber da muss er wirklich sagen, das hat er wirklich toll gemacht, auch immer mit diesem Shut up! Dass er immer, wenn die seinen Namen gebrüllt haben, er dann dazwischen gebrüllt hat dann noch. Also, und das während er eigentlich in der Unterlage, also in der, nicht wie heißt es, unter, in der defensiven Haltung eigentlich war. Dass er sich das dann immer noch, noch mitgekriegt hat. Ja. Was sein hast du Gegner, für Dominic Guarini habe ich seit jetzt 2 Jahren ungefähr auf dem Schirm. Mhm. Aus Cleveland. Schüler von einem, ja, kann man kennen, muss man aber jetzt eigentlich nicht so, ne? Das ist so ein Typ, ich glaube, der hat am Freitag, also am WrestleMania-Wochenende, Freitag irgendeinen Gürtel gewonnen. Ja, doch, das war der bestimmt. Dieser, wie heißt der denn nochmal von NXT? Dieser Johnny Gargano, glaube ich, heißt der. Ne? Mhm. Ja, das ist einer seiner Schüler wohl. Und kommt auch so ein bisschen halt aus der MMA-Ecke, ist ja auch irgendwie Brazilian Jiu-Jitsu Lila Belt zumindest, hat er ihn angehabt. Und allerdings hat er leider den Gi aus seiner, was weiß ich, Jugendzeit rausgekramt, denn der war ihm eine Nummer zu klein. Aber das war auch direkt von der Optik her so ein wunderbarer Kontrast, ne? Weil du eben Baroni hast, der eben im Wrestler-Outfit rauskommt und checked ist, bis geht nicht mehr und eingeölt und Bauchmuskel über Bauchmuskel über Bauchmuskel und ihm gegenüber steht Dominic Guarini, der halt dann ja, so etwas dicklich ist, den Gi trägt. Bisschen Babyspeck, ne? Ja, also. bisschen respektvoll eben auftreten möchte. Das war halt ein wunderbarer Kontrast. Ja, also Dominic Guarini kann man noch sagen, aktuell im Tag-Team-Bereich auch unterwegs, zusammen mit Kevin Koo. Sollte man sich unbedingt mal angesehen haben, also vor allem Kevin Koo wirkt so eine Art amerikanisch-asiatische Variante von Tommy End. Die beiden treten zusammen als Z-Kampf auf. Okay. Ja. Halt auch so ein MMA-lastiges Gimmick der beiden. Und die hatten unter anderem an diesem Wochenende auch ein Tag-Team-Match gegen Manny Fernandez und Tank. Nicht Abbott. Nee, leider nicht. Ich dachte auch erst Tank Abbott, aber dann war es nur so ein Deathmatch-Typ. Na gut. So man kann nicht alles haben. Man kann nicht alles haben. Aber Manny Fernandez war immerhin da. Tank Abbott wäre auch ja, ein geil auf der Card gewesen hier. Ja, absolut. Ja, absolut. Aber toll, also Match ist geht relativ zügig. Das sind, glaube ich, 4 Minuten, die das Ganze geht. Was habe ich hier so stehen? Guarini sucht sofort den Boden. Also als der Brazilian Jiu-Jitsu-Fighter versucht er defensiv von der Matte aus auf Baroni runterzuziehen. Baroni schafft es dann aber halt seinerseits ihn wieder nach oben zu bringen und ihn dann mit einem wunderschönen Takedown zu Boden zu schmeißen. Und ja, das Finish im Grunde genommen ist eigentlich alles das, was Wrestling ausmacht. Irgendwie so eine was man so immer vorwirft, irgendwie Eye-Gouging. Ja, dann wird der Ref noch immer von Baroni noch angegangen und solche Sachen. Ja, und eigentlich gewinnt Baroni auch. Nach einem, ich weiß nicht, was hat er ihm? Er hat ihm, glaube ich, einfach nur eine gegeben, ne? Knockout-Punch, ne? Also voll auf die 12. Genau. Und dann kommt der Swerve, dass in einem Worked-Shoot-Fight ein Dusty-Finish kommt. Großartig. Ja, das kann man auf jeden Fall mal machen. Ja, also Bryce Ramsburg erklärt Dominic Guarini nachträglich zum Sieger durch DQ. Weil Baroni ihn angegriffen hat, angetreten hat. Ja. Und ihn vorher auch schon im Match angespuckt hat. Ja. Also Baroni ist halt der absolute Pöbelsack in dem Match.
Ich finde es auch ganz witzig, dass wir eben gerade erst die Regeln gehört haben und er versucht direkt einen Pinfall. Einen Pinfall gibt es nicht bei der Show. Ja. Aber er geht durch. Also er wäre durchgegangen. Klar. Er wäre zu drei gewesen. Absolut. Und es wird erklärt hier, kein Eye-Gouging und sowas. Und er macht es natürlich. Ja, natürlich. Also direkt hier im ersten Match ganz klar gestellt, Regeln gibt's, aber wenn du sie brichst, dann bist du halt der Arsch vom Dienst. Und dann knockt er halt hier Dominic Guarini eiskalt aus, gibt einen Ten-Count und Baroni gewinnt und tritt danach eben nach Bryce Remsburg. Und während Baroni rausgeht, wird die Decision eben umgedreht und Dominic Guarini wird zum Sieger erklärt. Und das ist halt einfach eine Anspielung auf ja, einen Baroni-MMA-Fight von 2003. Okay. Also da muss man ein ganzes Stück in der Historie graben. Da kommt man auf UFC 45, wo es auch eine etwas kontroverse Referee-Entscheidung gab gegen Baroni, wo er anschließend Ref noch angegriffen hat und danach für 4 Monate gesperrt worden ist. Okay. Von der UFC, beziehungsweise von der State Commission. Und ja, zu Recht. Ja, natürlich, aber das ist halt im Endeffekt genau das, was man hier aufspielt. Das ist halt der Typ, der Refs attackiert. Ja. Da muss man jetzt natürlich ganz, ganz weit graben und wirklich den Kerl schon seit Jahren, seit anderthalb Jahrzehnten verfolgen, dass man das noch mitbekommt. Insofern wirklich ganz, ganz tief versteckt, dieses Schmankerl, aber fand ich, war eine ganz nette Idee. Und allerdings ist halt die Frage, brauchst du dann dieses Match unbedingt als Opener? Ja, vielleicht doch. Also da bin ich gar nicht so mit. Was ich auch noch sehr lustig fand, war, dass am Kommentar gesagt wurde, dass Phil Baroni wahrscheinlich in Shape of his Life ist und er das wahrscheinlich irgendwie gehört hat und dann einfach nur anfängt zu brüllen, Steroids! Steroide! Ja, Mann! Kampfkoloss! Ja. Ja, also wie gesagt, ich hätte vielleicht die Position 1 und 2 geswitcht von der Match-Reihenfolge. Weil du halt so mit einem komischen Match-Ausgang in die Show startest. Mhm. Auf der anderen Seite, nach diesem Match wird es nur noch besser. Absolut, ja. Insofern, kann man es auch so stehen lassen. Dann hast du den Trash in Anführungszeichen gleich am Anfang gebracht und kannst dann ernsthaft weitergehen. Ja. Aber ich würde nicht ausschließen, dass wir Phil Baroni nicht das letzte Mal jetzt in einem Wrestling-Ring gesehen haben. Ja, ist ja jetzt seit 3-4 Jahren im Wrestling aktiv. Ja, also er hat tatsächlich jetzt schon eine ganze Weile angefangen zu trainieren. Ja. Und das mit 42. Ja. Warum nicht? Mhm. Wir haben ja noch einen anderen Debütanten in dem Alter bei der Show. Absolut. Ne? Okay. Ja, wir sind an dem Wochenende, wo Mr. Miss sein In-Ring-Debüt gibt. Ja, gut. Ja. Ja, gut. Das ist alles möglich an dem Wochenende. Alles ist möglich am WrestleMania. Da kämpfen Unsichtbare gegeneinander. Das ist auch richtig, ja. Oder Leute, die keinen Bock haben, wie Orange Cassidy. Großartig. Auch das. Next Match? Das wäre auch einer für so eine Card hier. Orange Cassidy, einfach so eine Null-Bock-Worked-Shoot-Fight. So, ach ja, komm, hau mich doch. Ja, aber nicht zu doll. War die Orange Cassidy-Show nicht auch die, in der Teddy Hart aus dem Buch vorgelesen hat? Die will ich noch unbedingt gucken. Also da gab es auch ein 7 out of 13 Falls Match. Sehr gut. Scheiße, ey. Ja. Ah, bekloppt. Absolut, ja. Ja, dann, ja, können wir gern. Dann sehen wir jemanden, den wir in der Vergangenheit bei der WWE gesehen haben, nämlich den ehemaligen Simon Gotch, der mittlerweile unterwegs ist als Simon Grimm. Und sein Gegner ist Kratos. J.R. Kratos, oder wie ich ihn ganz gerne nenne, Jan Rödel Kratos. Den, weißt du, wenn du Kratos heißt, dann habe ich da einfach so eine Erwartungshaltung an den Charakter, ne? Und dann kommt der Typ raus, immer so, check, erfüllt. Ja. 0815 Standard-Indie-Typ, ne, eigentlich. Großer, breiter Glatzkopf. Mit hässlichen Tätowierungen. Ja. Und auf der anderen Seite eben der ehemalige Simon Gotch. Wo ist denn seine Brust denn bitte hin?
Also, weißt du, ich bin da jemand, der, wo das Auge mittlerweile sehr viel mitcatcht. Ne? Das ist auch was mich bei Kofi optisch einfach unfassbar stört. Die komische Form der Brust. Und irgendwie ist Simon Grimms Brust sehr nach unten gesackt. Also, der hat richtig Hängetitten mittlerweile. Ja. Also, er hat auf jeden Fall Masse zugelegt. Mhm. Also, ich verfolge ihn ja nun, seitdem er bei der WWE raus ist, auch ein bisschen mehr. Ich mag den auch echt gerne sehen, weil er halt wirklich gut ist in dem, was er tut. Und wenn er über Wrestling redet, dann hat das auch Hand und Fuß. Und er hat halt Ahnung von dem, was er da macht. Und ja, aber das sah echt ein bisschen komisch aus. Und was ich aber noch viel schlimmer finde mittlerweile, ist eigentlich, dass er sich den Bart abrasiert hat. Sein Markenzeichen, diesen Schnauzbart. Ja, es ist halt ein ganz klarer Cut jetzt mit der Vergangenheit. Ja. Er ist ja auch jetzt heel geturnt. Also hatte ja eine... also bei Major League, glaube ich, war es ein Team mit, wer fehlte auf der Karte? Tom Lawler. Wurde kurzfristig hier auf dieser Karte ja ersetzt. Und die beiden ist halt mittlerweile gegen Tom Lawler geturnt und die beiden haben jetzt eine Fehde miteinander. Also Simon Grimm tritt, beziehungsweise es kommt immer darauf an, wo er auftritt. Mal ist es Simon Grimm, mal Simon Gotch. Ist er dann halt mehr oder weniger im Moment der Heel. Außer hier ist es halt so ein, gibt es das eigentlich gar nicht in dem Sinne, so eigentlich, ne? Also gut, Phil Baroni, ja, aber in diesem Match so einen richtigen Heel auszumachen, ist eigentlich nicht da. Baroni ist auch der einzige Heel auf der ganzen Card. Absolut. Ansonsten ist es einfach nur wirklich ein mehr oder weniger fairer, sportlicher Austausch den ganzen Abend lang. Ja gut, letztes Jahr gab es Chris Dickinson, der so ein bisschen arschig rübergekommen ist. Ja, aber ich meine, das ist Chris Dickinson, der kommt immer arschig rüber. Das ist der Dirty Daddy halt, ne? Ja. Ja, gut, aber J.R. Kratos, also ich habe mich ganz lange gefragt, was er auf dieser Card eigentlich will. Also so ein bisschen MMA scheint er zu können, aber über die Basics hinaus ist es dann auch, weiß ich nicht. Also, ich hätte lieber andere gesehen, sagen wir es mal so. Interessantere Gegner. Ja, aber das ist jetzt hier halt auch der. Weißt du, wir hatten jetzt eben das Showman-Match im Opener und jetzt haben wir hier halt das klassische Big Man gegen Little Man. Wobei ich, ganz ehrlich, wenn die sich gegenüber gestanden haben, so viel schmächtiger und kleiner war Simon Grimm jetzt auch nicht als J.R. Kratos. Ja, aber Kratos war halt schon hier. Man kann es ja wunderbar aufspielen, der 300-Pounder, ne? Ja. Und für den 300-Pounder war er halt doch relativ behende unterwegs. Und also, technisch einigermaßen solide. Ja. Also wenn ich mal so in seine die Biografien so reingucke, stehen bei ihm erstmal 260 Pfund statt 300. Und ja, bei Simon Grimm halt 220. Hör mir auf mit Biografien. Ja. Ich wollte ja nur mal, also weil J.R. Kratos auf mich nicht so big wirkte, wie er verkauft wurde. Kleiner Funfact, das werde ich auch sicher im anderen Roundtable auch nochmal erwähnen. Will Ospreay ist bei der Supercard angekündigt worden von Bobby Cruz mit 201 Pfund. Mhm. Und dann kommt Tale of the Tape, die Grafik eingeblendet und steht da 174 Pfund. Dann ist so, okay, das war ein anstrengender Weg zum Ring. Ja, absolut. Ja, aber Kratos also hat irgendwie am Anfang des Matches auch überhaupt keinen Zugriff auf Simon Grimm gefunden. Er hat alles gekontert. Ja, bis es dann halt irgendwann brawlig wurde auch irgendwann. Dann kam die Stunde von J.R. Kratos und hat einen richtig schönen Slam schöner Slam von Grimm, habe ich hier stehen. Und was ich unfassbar geil fand, dass Simon Grimm hier wirklich MMA-Stil mit Wrestling-Stil gemischt hat und solche und für Transitions solche Moves wie ein Schoolboy benutzt zum Beispiel, um den Gegner als Takedown zu benutzen und dann gleich weiter die Position zu wechseln. Das war sehr schön gemacht. Also, ja. Und im Grunde genommen, das Kratos Beteiligung an diesem Match war diese Lift-Up-Powerbomb und ein Superman-Punch. Aber was für ein Superman-Punch? Aber, ja. Also, da liegt Gotch noch oder Grimm noch am Boden und er schmeißt sich einfach auf ihn drauf und knallt ihm in Form ins Gesicht. Ja, das war's dann auch. Cleaner Knockout, wunderbar. Ja, absolut. Hätte ich aber auch so nicht mit gerechnet. Nee, überhaupt nicht. Also das kam echt aus nichts. Und das hat auch nach gar nicht so viel ausgeschaut in dem Moment, weil es einfach nur so ein Platscher war. Ja. Carpador ja, gefällt das. Ja. Und Grimm war out. Cold. Absolut.
Wunderbar. Und ist auch, hat auch lange nicht, ist auch lange nicht klargekommen. Haben sie wunderbar gesellt. Was mir in dem Match auch sehr gut gefallen hat, so als Fortführung vom ersten Match, dass man eben die Regeln nochmal innerhalb vom Match ganz klar aufspielt, weil die beiden auch sehr oft an den Rand vom Apron gekommen sind. Und der Ref dann jedes Mal eben gesagt, okay, Leute, lösen. Was das Publikum also aufgefasst hat. Aber es gibt Regeln. Ja, und weißt du, wenn die sich halt im Lauf des Matches da hin wresteln zum Apron, dann ist das so. Dann ist es halt so. Und dann ist es halt auch eine relativ organische Geschichte, wie man eben diese Regeln demonstrieren kann, dass du dann eben in den nächsten Matches genau weißt, warum der Ref jetzt wie vorgeht. Fand ich echt smart gemacht. Du hast jetzt innerhalb von den ersten beiden Matches das komplette Regelset erklärt. Und ab jetzt kann man dann halt auch mit der Action richtig starten, so wirklich, ne? Richtig. Ja. Match war absolut in Ordnung. Also ich habe nichts erwartet von den beiden, weil du halt, ja, du siehst halt Kratos nächstes so, okay, jetzt kommt leider der dicke Glatzkopf raus, ne? Ja. Aber dafür war es halt echt überraschend gut und Simon Grimm konnte gut mithalten, hatte einen schönen Gameplan, hat versucht eben Kratos auszuwresteln. Und hat er am Schluss dann doch eben eine Kürzung ziehen müssen, weil einfach der körperlich Unterlegene war. Ja. Schönes Aber Story. Ich muss auch sagen, ich hatte vorher noch nie was von J.R. Kratos gehört. Noch nie. Nee. Absolut nicht. Ja. Aber irgendwie hat er irgendwen ja scheinbar überzeugt, dass er auf diese Card gehört. Ja, und ich meine, irgendwie muss Barnett ja irgendwas gut gefunden haben im Vorfeld. Definitiv. Und also selbst wenn es nur die Optik ist, wobei rein optisch kommt ja dann noch ein geilerer Brocken später. Absolut. Definitiv. Next one. War so ein kleines Highlight im Vorfeld, wo ich mich echt gefreut habe drauf. Davey Boy Smith Jr. gegen Killer Cross. Absolut. Also Killer Cross hat sich jetzt gerade in den letzten Wochen so ein kleines bisschen bei Impact in mein Herz gewrestelt. Mhm. Und Davey Boy Smith ist halt, ja, kennt man halt aus New Japan. Besser ist es, wenn man ihn nicht aus New Japan kennt, sondern aus den Ligen, wo er sonst noch auftritt, weil da wird er auch besser dargestellt. Das proklamiert er auch sehr offen und sehr offensiv auch auf seinen Social Media, dass alles außer New Japan ganz geil ist. Mal schauen, wie lange er da noch im Einsatz ist. Ja. Aber da haben wir jetzt halt mehr hier die zwei großen Moppels gegeneinander. Absolut. Und das war, also ich habe auch nicht viel davon, also ich habe am Anfang nicht viel erwartet eigentlich, weil, ja, ich bin nicht immer unbedingt der größte Fan von Davey Boy Smith Jr. Sich nicht. Also ich werde ihn halt für immer jetzt wahrscheinlich als diesen Mann in Erinnerung haben, der versucht hat, bei der ersten Neuauflagenversuch von World of Sport jemanden in einer Battle Royale zu pinnen. Ja. Randy Savage gefällt das. Absolut. Aber das war echt, also es ist so ein kleines, heimliches Highlight. Es ist halt ein Horsefight. Ja, das ist ja der klassische Horsefight. Ja. Also du hast beide unglaublich groß und unglaublich muskulös. Ja. Und es geht halt auch erstmal los, weißt du, du hast jetzt halt auch relativ viel gekuschelt gehabt in den ersten beiden Matches. Hier kommen wir zum ersten Mal richtig schöne, harte Strikes. Und zwar erstmal so schöne Legkicks. Ja, wenn man sich irgendwie mal ein Jose Aldo-Match angeguckt hat, da weißt du genau, Legkicks können Matches gewinnen irgendwann. Absolut. Ja. Und gerade in der späteren Phase des Matches, wenn es einfach nur noch Slaps ins Gesicht gibt. Ja. Also gerade von Dayboy gegen Cross. Absolut. Also, aber wenn man wirklich überlegt, dass der Kampf kommt, klar, abgesehen von den Legkicks, der erste Drittel komplett ohne Schläge aus, ne? Also gar nichts. Das ist ja wirklich Catch as Catch Can. Und beide, also von Killer Cross wusste ich das, also von nicht, dass er das kann. Davey Boy wusste ich, der ist halt auch irgendwo ein Hart, ne? Er ist halt auch ein Grappling-Meister. Ja. Hat er Grappling-Meisterschaften schon gewonnen. Ja. Und sehr schön der Moment, als er den Sharpshooter versucht anzusetzen. Aber auch ganz, ganz organisch aus dem Matchverlauf raus, ne? Also gar nicht irgendwie groß angesetzt wie ein Wrestling-Move, sondern gekontert. Organisch. Genau. Aus einem Leg-Hook, glaube ich, ne? Wurde der dann einfach, wo sich Killer Cross drehte, wurde dann einfach, und das Publikum dann auch so, wow, gleich so, oh, er hat's versucht, aber es hat dann nicht geklappt, aber
Killer Cross kam halt auch die Regel des Ringrandes zugute, wo er dann auch zeigt, dann auch wirklich dann das Publikum auch wieder bei Boo war und der Killer Cross sagt dann, ja, habe ich halt Glück gehabt, ne? Weil das wäre in so zwei Situationen sah es ziemlich brenzlig für Cross aus, am Ringrand. Und ja, die Ohrfeigen auf Doom waren dann natürlich richtig heftig, das hat richtig gut geklatscht. Ja, und eine tolle, tolle Chemie der beiden miteinander, tolle Harmonie, tolle Psychologie der beiden. Also absolut sehenswertes Match. Es gibt ja auch die eine Szene, wo Davey Boy meint, dass Cross aufgegeben hätte. Ja. Und darauf eben dann das Ganze etwas aggressiver wird, wo er ihn dann eben zum ersten Mal slappt und dann von seiner Seite aus, naja, sagen wir mal, heelischer agiert. Aber einfach nur aus einer verständlichen Logik heraus, ne? Also nicht einfach nur böse seines Böseseins willen, sondern mit einem, ja, vernünftigen Begründung. Mhm. Und du hast dann auch wunderbares Grappling von den beiden gegeneinander und du merkst dann auch nach 10 Minuten, übrigens auch sehr schön, dass die Zeiten immer angesagt werden, nach über 10 Minuten sind die beiden halt einfach müde und platt und dann kommen halt hier wieder Smoke und Mirrors zum Einsatz und dann kommen halt diese harten Slaps. Ja. Und da weißt du genau, das ist jetzt eben langsam der Endspurt, viel kommt nicht mehr, viel haben sie nicht mehr in sich drin. Aber dann kommen halt eben diese Slaps und nochmal Legkicks. Und was ich auf diesen Cards halt auch mal so ganz toll finde, so sowas geht, dann ist einfach auch mal ein Side-Suplex was Besonderes. Mhm. Ne? Es muss nicht dann irgendwie mit 5 Schrauben noch sein, sondern es reicht auch mal ein Side-Suplex. Ja. Also ein Shoot-Style-Side-Suplex ist ja halt auch eine fiese Sache, ganz ehrlich. Absolut. Weißt du landest halt auf dem Nacken. Was Cross auch getan hat. Ja. Absolut. Und dann kommt halt das Finish mit dem Crossface und Cross gibt dann auch sofort auf. Ja. Das ist wunderbar, dass Davey Boy hier gewinnt. Und das Match endet genau so, wie es begonnen hat, nämlich mit dem Handshake. Ja. Also du hast hier wirklich den sportlichen Aspekt im Vorfeld klar gemacht und der wird halt hier halt auch tatsächlich von den beiden hier gelebt und das ist einfach ein cooler Anblick. Ja. Und die Fans wertschätzen es auch. Ja, definitiv. Also gerade Davey Boy Smith Jr. hat da, glaube ich, zieht aus solchen Sachen dann halt ziemlich viel. Wenn es bei ihm sonst bei New Japan irgendwie nicht so läuft. Ja, ja, also für sein Selbstwertgefühl ist sowas immer absolut Gold. Zucker, ja. Zucker, genau. Und für einen Killer Cross ist es halt hier einfach eine wahnsinnige Lernerfahrung. Absolut. Wie lange ist er auch noch gar nicht so lang dabei, ne? Der ist, glaube ich, noch gar nicht so lang dabei, das ist richtig. Also ich muss immer noch aufpassen, dass ich tatsächlich auch Cross sage und nicht Croc. Killer Croc, das ist irgendwie tiefer verwurzelt. Oh, vor 4 Jahren hat er sein Debüt gegeben und ist mittlerweile auch 33. Also ist gar nicht so früh eingestiegen. Ne? Also, nee. Aber kann man auf jeden Fall machen. Das auf jeden Fall. Nächstes? Ja. Ist denn der komplette Kontrast? Nachdem wir jetzt gerade die großen Jungs hatten, kommen jetzt die beiden kleinen Jungs. Ja. Nämlich Jonathan Gresham, ja, der 1,20 Meter hoch ist oder so. Ja. Und dann der eine ominöse Deathmatch-Wrestler, den du vorhin schon erwähnt hast, Masashi Takeda. Das, ich war mir erst nicht ganz sicher, weil ich kannte ihn halt einfach nicht. Ne? Das ist jetzt nicht mein Medier, das habe ich auch, glaube ich, schon öfter mal zum Besten gegeben. Und aber als er dann hinterm Vorhang hervorkam, dachte ich mir, okay, genau so sieht ein japanischer Deathmatch-Wrestler aus. Vom Entrance her schon. Mit diesem Tuch im Gesicht und komplett mehr oder weniger verhüllt und dass es dann spektakulär ist, wenn er sich enthüllt und seine Narben präsentiert. Die Narben. Alter Schwede, ey. Das ist halt sehr krass. Ne? Also, du hast halt keine Stelle am Oberkörper, wo keine Narbe ist. Ja. Alles zerschnitten und vernarbt. Und der hat seine Kriege hinter sich, der gute Mann. Richtig. Was aber dann halt auch wieder am Kommentar erwähnt wurde, dass er durchaus Ringererfahrungen eigentlich hat. Ne? Also Amateur-Ringererfahrungen. Ja, und MMA-Erfahrung. Definitiv. Und er ist halt dadurch auch irgendwo glaubwürdig. Ja. Ja, und dann hast du halt dann diesen Typen, der mit MMA-Erfahrung reinkommt. Ich glaube, der hatte 4 MMA-Kämpfe, wenn ich mich jetzt richtig erinnere.
dann mehr als letztes Jahr Masada und Dings hier. Mir fällt da jetzt der Name, Nick Gage. Und auf der anderen Seite hast du halt Jonathan Gresham, den kennt man halt als Wrestling-Fan. Da weißt du genau, das ist halt der Oktopus, ne? Der verknotet dich fünfmal, so schnell schaust du gar nicht. Mhm. Insofern war das eine recht spannende Ansetzung. Ja. Und ja, nach dem, was wir eben im Vorfeld gesehen haben von Davey Boy Smith und Killer Cross, ist das hier halt das komplette Kontrastprogramm. Die haben halt direkt mal das Tempo verfünffacht, mindestens. Absolut. Ja. Und ja, der erste Kampf, der wirklich auch draußen stattfindet, was jetzt dann bei Takeda dann auch nicht ganz so überraschend ist. Aber ich meine, der Typ springt mehr oder weniger ja aus dem Ring raus, landet und blutet instant. Ja, das ist einfach alles so weich mittlerweile wahrscheinlich überall ist, dass es sofort aufplatzt. Ja, die kämpfen sich halt irgendwie zum Apron hin, plumpsen beide irgendwie raus. Ja. Aber wirklich nicht gefährlich irgendwie, ne? Sondern die plumpsen einfach raus. Und ich vermute, dass sie sich dem beim Aufschlag irgendwo angedatscht. Blutig gedatscht hat, genau. Ja. Und ab dann ist es dann halt Deathmatch Takeda. Weißt du, dann zieht er sein eigenes Blut, er schmeckt sein eigenes Blut, dann dreht er durch. Ja. Weißt du, dann nimmt er auch sofort einen Stuhl und will dann mit dem Stuhl da zuschlagen. Ref sagt, nö, vergiss es, ab in den Ring. Ja. Und also, es ist halt alles sehr intensiv und also ab dem Augenblick wirkt es wirklich, wirklich krank, möchte man fast sagen, ne? Also, das Finish dann ja auch mit diesem Knie ins Gesicht, was wirklich, also ich glaube, er hat ihn wirklich getroffen. Ich glaube es auch. Also der hat wirklich komplett das Knie gefressen. Ne? Das führt dann auch zum Knockout und Takeda gewinnt. Also auch hier kam für mich ein bisschen überraschend, weil das eigentlich im Grunde genommen für Jonathan Gresham ist diese Veranstaltung gemacht eigentlich, ne? Ja, eigentlich schon, ne? Und wir haben halt in der Vergangenheit bei so vielen MMA-Matches gesehen, dass tendenziell, wenn ein Striker gegen den Grappler oder den Ringer antritt, normalerweise der Striker verliert. Ja, weil er, sobald er auf dem Boden ist, eigentlich nichts mehr zu bestellen hat. Ja, und insofern war das hier eine nette Story. Und das Element, dass dann eben Takeda irgendwann blutet, ja, und dann natürlich auch mit den blond gefärbten Haaren, schaut das Blut halt noch umso geiler aus, weißt du, dann hat er diese The Crimson Mask hat er dann auf, wie es so schön heißt, und dann ist ihm halt auch alles egal, was Gresham macht, und alles, was Gresham zeigt, macht ihn halt nur noch wütender und aggressiver, und dann stören ihn auch irgendwelche Schläge nicht, sondern gibt es dann hier die große Rechte auf Greshams Gesicht und dann das Knie noch hinterher und dann ist Feierabend. Absolut. Und dann ist er immer noch eben im Aggro-Modus und will noch nachsetzen. Ja, aber dann irgendwann kann er eingefangen werden. Weil sie es dann auch im Kommentar wunderbar aufspielen und gesagt haben, der Ref hat die Glocke noch gar nicht abgeläutet. Also er hat den Kampf abgebrochen und hat sich schützend eben auf Gresham geworfen, aber die Glocke ist ja noch nicht ertönt. Und erst wenn die Glocke ertönt, dann ist Festus Takeda. Ja, nee, also tolles Match auf jeden Fall der beiden. Und im Gegensatz zu letztem Jahr kann man das dann halt auch mal vernünftig verpacken, außer dass dann, weil letztes Jahr gab es ja dann halt Timothy Thatcher gegen, jetzt fällt es mir wieder nicht ein, gegen Nick Gage. Mhm. Und das war halt absolut nichts. Weil, also mir hat es nicht gefallen. Ich konnte das Argument, das Matze damals angebracht hat, durchaus nachvollziehen. Das ist das einfach die Sache, dass es hier so ein, über Bloodsports, der Film, es ist ja halt an den Film angelehnt, halt auch ein Styles-Clash war von verschiedenen Kampfsportarten und Mitteln. Und dann kann ich das am ersten noch verknusen, aber nicht, wenn ein Tisch versucht wird, eingesetzt zu setzen. Dann passt es halt einfach nicht. Es ist halt im Endeffekt auch das, was der ursprüngliche Charakter von Ultimate Fighting Championship war. Ja. Nämlich ein Clash of Styles, ein Krieg der Kampfsportarten, wo dann der Grappler gegen den Boxer antritt, ja, oder der Brazilian Jiu-Jitsu gegen den Karateka. Am besten eben noch in ihren handelsüblichen Bekleidung. Kampfklamotten. Ja.
wo dann eben den Typen im Gi gegen den Typen in Muay Thai Shorts hast. Ja. Das ist dann zwar interessant, aber halt auch irgendwo freakshowig. Eben. Und es ist gut, dass sich das MMA weiterentwickelt hat. Ja, definitiv. Und dieses Regelset ja. sich entwickelt hat. Weil die ersten Uftze-Shows waren ja komplett eigentlich anything goes, ne? Ja. Da gab es auch keine Handschuhe. Das war ja wirklich Bare-Knuckle-Brawls dann. Da hatten sie auch noch Schuhe und so. Richtig, richtig, richtig. Also das ist aus jetziger Sicht sehr freakshowig. Muss man ganz ehrlich sagen. Es ist interessant, das auf alle Fälle, weil es eben aus 2019er Sicht wirklich spannend ist zu beobachten, wie sich dieser Sport weiterentwickelt hat. Das müsste man mal als Time Machine machen, die erste Uftze-Show. Ich glaube nicht. aber grundsätzlich ist das hier, wie auch eingangs schon gesagt, hier eine deutliche Verbesserung im Vergleich zum letzten Jahr. Da stimme ich dir absolut zu, weil bei Bloodsport hat ein Tisch nichts verloren. Und ich finde es auch ganz nice, dass man da eben auch noch dran gedacht hat, im Main Event dann später die Kabelbinder einzusetzen und die Stühle einfach aneinander zu binden. Ja. Dass eben Minoru Suzuki auch gar nicht auf dumme Ideen kommen kann. Ja, nächstes Match? Next Match. Ja, wir hatten es vorhin bei J.R. Crato schon gesagt, hat einen gewissen Look. Ist ein schöner Big Man. Ja. Und dann kommt hier Andy Williams raus. Geiler Typ. Das ist ein krasser Typ. Ja, also nochmal so ein riesen Batzen mit noch mehr Tattoos und einem epischen Mustache im Gesicht. Absolut. Und ja. Der hätte eigentlich antreten sollen gegen Filthy Tom Lawler. Ja. Der konnte nicht teilnehmen und relativ spontan ist Chris Dickinson eingesprungen. Und der Mann, der letztes Jahr Dan Severn besiegt hat. Mhm. Ja. Und da haben wir jetzt hier dann praktisch auch wieder einen interessanten Styles-Clash, weil Andy Williams relativ frisch noch im Business ist. Ich glaube, 2 Jahre oder so jetzt trainiert. Aber gerade jetzt so langsam durch die Decke geht. Im Indie-Bereich. Ja, im Tag-Team. Ja, mit Pepper Parks. Ja. Jetzt sind sie Butcher und Butcher and, and the Blade, irgendwie sowas. And the Blade. Hm. Und ganz spannend, ab diesem kann sein, ja, auf jeden Fall. Also er ist der Buffalo Butcher Andy Williams. Ich habe irgendwie sofort immer so ein bisschen was von, wie hieß er, Bully Busick, so ein bisschen hat er was, ne? So ein ja. Geiler Typ irgendwie, halt einfach irgendwie der Buffalo Brawler Andy Williams. Und wie gesagt, er hat 2 Jahre Erfahrung und der Gegner ist halt Chris Dickinson, der halt seit 15 Jahren oder so aktiv ist. Ja. Und im Endeffekt ist das hier genau die Story des Matches. Ja, der erfahrene Mann zerlegt den, in Anführungszeichen, Rookie. Ja. Und ab hier fangen auch die Time Limits an, ne? Also ab hier gibt es Time Limit Draw Regeln. 20 Minuten. Haben sie die nicht vorher auch schon gehabt? Nee, also sie wurden zumindest nicht angekündigt. Ab hier wird es zum ersten Mal vom Ringsprecher angekündigt. Okay. Also es kann sein, dass es die vorher auch gab, dann wurde es halt einfach nur bei ihm dann hinterher nochmal gesagt, übrigens erwähnen auch mal, dass es Time Limits gibt. Gut, okay. Bei dem Match hier sind wir nicht mal ansatzweise an den 20 Minuten dran. Nein. Nicht mal ansatzweise. Nein, 3 Minuten und 45 war das Ganze. Ja. Beide kloppen halt wie wild aufeinander ein. Powerbomb von Andy Williams. Und Chris Dickinson steht sofort auf. Ja, zählt das Ding überhaupt nicht. Einfach die Powerbomb. Absolut. Ja. Und nutzt dann, Williams hat sehr viele Brock Lesnar MMA-Fights scheinbar gesehen. Nutzt seine Strategie einfach auf Dickinson drauflegen. Und warten, bis er sich nicht mehr rührt. Mhm. Ja. Dann, eigentlich im Grunde genommen, Williams macht alles richtig, zeigt noch einen richtig tollen Suplex. Aber dann kommt der Rear Naked Choke und Andy geht schlafen. Aber wie? Also da hast du echt gesehen, wie er rot anläuft, blau anläuft, tap also out. Dickinson ist, glaube ich, in solchen Sachen echt krass. Ne? Also er hat sich ja letztes Jahr schon mit Dan Severn, da waren halt ne, nicht hier open-handed und ein bisschen untouchen, die haben sich richtig auf die Fresse gehauen. Und Chris Dickinson ist da, glaube ich, knallhart. Wenn es um sowas geht, dann zieht er voll durch.
Und ich meine, jetzt könnte man natürlich sagen, das ist hier der zweite Hossfight auf der Card, ja. Aber es ist ein komplett anderes Match halt, ne? Weil, wie gesagt, Davey Boy und Killer Cross waren halt technisch vorsichtig und ein bisschen Striking, ein bisschen Grappling. Hier gibt es halt von Anfang an direkt auf die Fresse Bomben, 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 Bomben. Ja. Das knappe 3,5 Minuten und dann Ende im Gelände. Super geiler Sprint. Absolut. Und Chris Dickinson halt auch, wie er reinkommt, seine Präsenz ist halt echt krass, ne? Es wundert mich bis heute, dass der Mann halt noch nicht, ja, irgendwo auf größerer Bühne ist. Er war also vielleicht doch dann It fehlt, ne? Ja, also letztes Jahr war er bei Access, hatte ein Match mit seinem Tag-Team-Partner, mit Jacker zusammen. Und ja gut, vielleicht ist er da halt einfach negativ aufgefallen, weil sie da eben zum Entrance T-Shirts an hat, wo drauf stand, We are Doom Patrol, Motherfucker. Ja. Ja, also Chris Dickinson ist für mich immer so ein No-Bullshit-Guy, so ein No-Gimmicks-Nieder. Ne? Ja. Und Andy aber Williams ist eigentlich auch nicht gut. Ja, das auf alle Fälle. Aber Andy Williams ist halt auch ein Gimmick. Ja. Das siehst du halt am Look her, ja. Der Typ ist Gitarrist bei einer Hardcore-Punk-Band. Wenn du dir den Typen auf der Bühne dann vorstellst, mit dem Look, ne, das ist schon ganz geil. Also die Band heißt Every Time I Die. Ja, und dann hat er beschlossen, jetzt gehe ich noch ein bisschen catchen. Kann man definitiv machen, ne? Ich weiß nicht, wie alt ist er mittlerweile eigentlich? Also er sieht jetzt auch nicht mehr ganz so jung aus, ne? Nee, ich denke, die große Karriere wird er nicht haben. Nein. Der hat sich halt den Traum erfüllt, dass er halt in den Ring steigt. Hat hier einen schönen Eindruck hinterlassen. Ja. Ja, hat echt Spaß gemacht. Und hat halt das Publikum auch nochmal zusätzlich angeheizt. Ja, also im Endeffekt sind wir beim Tempo im Endeffekt genau auf dem gleichen Niveau wie Takeda und Gresham vorher und jetzt haben es halt die großen Jungs gemacht. Ja. Da natürlich ein bisschen kürzer, aber ja. Ja. Passt auf jeden Fall. Also macht Spaß. Macht definitiv Spaß und ich freue mich jetzt dieses Jahr noch ein paar mehr Matches von Andy Williams zu sehen. Müssen wir mal auf Radar behalten. Absolut, absolut. Wie hieß es, Wrestler, auf die man in 2019 achten sollte? Andy Williams. Ja. Dann packen wir mal auf den Radar. Dann ist er. Nächstes Match ist dann, ja, die, nennen wir es Freakshow, wenn wir es ganz böse nennen wollen. Du könntest auch den Stinker nennen. Es ist halt das Match mit den großen Namen, ja. Also, um jetzt Leute außerhalb vom Wrestling-Business anzuziehen. Dan Severn, ja, 60 Jahre alt, immer noch das alte, abgefuckte, graue, verschwitzte T-Shirt, immer noch den geilen Schnauzer im Gesicht. Ja. Und sein Gegner ist jemand, der sein Wrestling-Debüt raushaut mit Anfang 40, Frank Mir, der Angstgegner, der einstige Angstgegner von Brock Lesnar. Ja. Oder auch The Baddest Man on the Planet. Ja, nein. Oder auch nicht. Also, ja, eben, oder auch nicht. Also, ich weiß nicht. Also, als die Ankündigungen kamen, dass Frank Mir auf dieser Karte ist, dachte ich mir, okay, interessant. Mal gucken, was er kann. Es war halt am Ende ein kleiner MMA-Fight. Ein kleiner, ein sehr kleiner. Hat nicht wehgetan, das sind drei Minuten 45 so um den Dreh. Und ich glaube, dann bricht das Ganze auch einfach aufgrund dessen ab, dass Dan Severn sich verletzt. Weil er sofort diesen Knee-Hook oder diesen irgendwie ist drin und sein Gesicht sich auf einmal komplett verzieht. Er sofort abtappt und sich danach das Knie hält. Der Ref muss auch sofort mit bei und er humpelt auch wie nichts Gutes. Also da hat es scheinbar irgendwas gezogen. Ja. Würde ich mal sagen. Also Frank Mir hat ja auch ein bisschen Kraft in den Armen. Ja. Ich habe irgendwo das Gefühl, man hat vorher mit beiden gesprochen, meint, sag mal, habt ihr Bock, irgendwie ein bisschen freundlich am Boden rumzurollen? Nee. Und da sagen sie, ja, mach mal. Weil genau das ist halt das, was man bekommt. Ich meine, ja, Frank Mir ist in seinem ersten Match, Dan Severn ist 60, wie gesagt, ist halt ein bisschen gekuschelt am Boden. Am Schluss haben sie wie beide vom jeweils anderen das Knie in der Hand, das Bein in der Hand und irgendwann ist auf einmal so. Severn ist halt der tappt. Ja. Und aber was man sagen muss, Phil Baroni
lenkt draußen auch echt ganz gut davon ab, dass es jetzt nicht so der Wahnsinn ist, ne? Aber das ist halt dann auch wieder das, wo du sagen musst, da ist so ein Sekundant echt gut. Weil ja. er halt auch tatsächlich dann eben diesen Cornerman macht und komplett Frank Mir abfeiert. Ja, das Ganze eben noch mal hochzieht. Ja. Das also passt schon. Besser macht es nur noch Drake Maverick eigentlich, ne? Ja. Beachten Sie diesen Mann nicht? Ja. Ja, nee, es tut nicht weh, aber ist so ein bisschen, fällt ein bisschen ab auf der Karte irgendwie, finde ich. Ja, aber ich meine, was wolltest du noch großartig erwarten? Ja. Ich meine, ja. Hier geht es echt einfach nur darum, dass du den Leuten, die da kommst, nochmal irgendwie so eine MMA-Legende präsentierst mit Dan Severn. Der hat da auch Bock drauf gehabt. Ja, Frank ist angereist. Mir so semi. Frank Mir hat da noch nicht mal das T-Shirt ausgezogen. Er war halt hier so. Pff. In seiner Bellator-Hose. Mach mal halt. Ja, ja, wenn es denn sein. Ich krieg Geld dafür. Gib einen so Paycheck. Ja, genau. Ja, aber dann weiß ich nicht, ob er dann auch wirklich eine Zukunft im Wrestling hat, ne? Wenn er mit dieser Einstellung dann daran geht. Die Fans hätten sich ja ganz gerne gewünscht. Die haben ja dann in dem Moment, es wurde ja vorher schon bekannt gegeben, dass William Regal und auch Dean Ambrose in der Halle sind, die Show sich angucken. Meinst John Moxley? Oder? Zu dem Zeitpunkt noch Dean Ambrose. Ach so, ja, stimmt. Ja. Vielleicht ist es auch einfach nur Jonathan Goodman, weiß es nicht. Wer weiß das schon. Ja, aber auf alle Fälle ist Regal oben am Balkon und die Fans haben das eben mitbekommen und chanten dann, dass er doch bitte Frank Mir signen sollte. Ja. Nein. Nein, bitte nicht. Absolut nicht. Nein. Wobei ich würde es tatsächlich, muss ich leider sagen, nicht für ausgeschlossen halten. Wenn du den Namen kriegen kannst und wenn SmackDown in Zukunft auf Fox so ein, wenn du ein Gesicht brauchst, der vorher lief ja halt auf Fox Ufze und wenn du ein Gesicht brauchst, dass den Leuten dann schon bekannt ist, ey, den habe ich vor einem Jahr noch bei der, also nicht vor einem Jahr, um Gottes Willen, Frank Mir, wann war das sein letzter UFC-Fight? Schon länger her, aber der dann so ein Begriff irgendwo ist, könnte sein. Einfach des Namens wegen. Ja, Frank Mir lebt halt immer noch davon, dass er Brock Lesnar halt ungemein submitted hat. In dessen, was war es, zweiten Match? Dritten Match? Zweites. Das erste Zweites, war gegen gegen Asiaten, oder? Nee, das war gegen Texas Horse. Der hat ganz lange in den USA gekämpft und da bin ich mir nach wie vor immer noch sicher, dass es einer, der ein UFC-Fight ist, der geworked ist. Weil er hätte Lesnar einfach kaputt hauen können. Aber das hat er nicht getan. Sondern er hat ihn wieder auf die Beine kommen lassen. Ja, sah komisch aus. Ja, und dann gab es ja das große Rematch damals bei UFC 100, was ja gerade Mir unglaublich heelisch vorher aufgebaut hat. Also der hat ja da schon das Trash-Talking erfunden, bevor Conor überhaupt amerikanischen Boden betreten hat. Ja, ich wollte gerade sagen, die seine Kartoffeln aufgegessen hat. Und ich meine, der lebt halt immer noch davon, dass er irgendwann einmal vor 100 Jahren Brock Lesnar zum Tappen gebracht hat. Und damals eben im Aufbau für UFC 100 ist der Satz gefallen von seiner Seite aus, dass er der Mann sein wird, der dafür sorgen wird, dass Brock Lesnar der erste Tod im Oktagon sein wird. Und dann stellt er sich als hier nach dem Match gegen Dan Severn hin und sagt, naja, ich habe das damals nicht geschafft, dass Brock Lesnar der erste Tote im Oktagon ist, aber dann mache ich ihn halt zum ersten Toten im Ring. Mm. Und dann ist er so, ja, mein Gott, ne? Der Mann ist halt Wrestling-Experte. Das ist der Moment, wo ich dann mir vorstelle, dass dann Regal wie so ein römischer Kaiser oben auf dem Balkon steht und einfach den Daumen nach unten. Sein im Regal ist er. Nein. Absolut nein. Nein, aber also ich denke, wenn Frank Mir das anstrebt und er sich damit auch zufrieden gibt, dass er vielleicht auf nicht ganz so prominenten Cards steht. Ja, Basti, ganz ehrlich, Frank Mir stellt sich da gerade vor, dass er mit seinen, er wird jetzt dann gerade, in 6 Wochen wird er 40, habe ich gerade geguckt. Ja. Dass er startet und ein WrestleMania-Main-Event gegen Brock Lesnar bekommt. Ja. Am besten nächstes Jahr und dafür die dicke Kohle. Absolut. Ja, aber das Frank Mir ist keiner, der da durch die Indies gehen möchte, wie ein Tom Lawler oder sowas. Oder wie hier ein Phil Baroni. Aber er sieht jetzt halt einfach, dass da eine Möglichkeit auf einmal gibt, ne?
weil viele das jetzt, also einige es vorher jetzt, ja. Nee, sehe ich nicht. Nee. Nee. Nein, danke. Ich brauch's auch nicht. Wirklich also nicht. Dafür hat er weder den Look, noch das Talent, noch den Namen. Absolut. Selbst ein, also ich sag mal, ein Matt Riddle, der in der UFC jetzt nicht der, also schon bekannt war, aber jetzt kein Riesenname war, ist mittlerweile eine größere Marke als Frank Mir. Definitiv. Ne? Und ja, der hat halt nicht Brock Lesnar submitted. Das hat er noch vor, hat er ja gesagt. Also. Aber Brock Lesnar ist doch jetzt nach Las Vegas geflogen, wo er ultimately appreciated wird. Ja, mal gucken. Ja. Das fand ich, das war übrigens ein sehr schöner Moment bei WrestleMania, als jetzt Paul Heyman rausgestürmt kam, ne, wenn das jetzt nicht der Main Event ist, dann machen wir das halt jetzt. Ich fand's sehr smart formuliert. Ultimately submitted. Ultimately appreciated. Ja. Sehr schön. Ja, definitiv. Ja, gut. Mal gucken, ob das zustande kommt. Ich weiß es noch nicht. Also, es ist ja im Moment, ich glaube, der Status von Brock Lesnar ist eines der großen Staatsgeheimnisse der USA. Ich würde mal ganz klar sagen, er wird da sein, wo er am meisten Geld verdient. Das ist durchaus richtig. Ja, und ob das jetzt dann Onkel Vince ist, der den Vertrag unterschreibt, oder Onkel Dana, oder beide. Oder Bellator, oder. Ich sehe halt immer noch, mittlerweile für Juni ist ja offiziell diese Saudi-Arabien-Show. Mhm. Und ich sehe Brock Lesnar Saudi-Arabien-Money mitnehmen. Ja. Ob er dann im August gegen Daniel Cormier rangeht. Schauen wir mal. Und dann Daniel Cormier in ein auch in ein anderes appreciates Land kommt. Ne? Also er ist ja Gerüchte halber, dass er zu WWE geht. Ja. Also sie tauschen dann einmal. Cormier wollte ja eigentlich sowieso schon seine Karriere beenden. Aber ja. Der hat halt auch immer noch eben im Hinterkopf, der Paycheck gegen Brock wäre ein großer. Ja. Und Paychecks bei der UFC sind gerade jetzt unfassbar spannend, aber das ist ein Thema für einen anderen Podcast. Absolut. Das würde jetzt da einfach zu weit abschweifen. Ja. Gut. Nächstes? Co-Main Event. Suzuki der Erste, nämlich Hideki, tritt an gegen Timothy Thatcher, einen meiner absoluten Faves. Ja, absolut. Das war Wahnsinn. Also ich habe ja Timothy Thatcher am Karat-Wochenende auch bei Ambition gesehen. Jetzt habe ich den Namen schon wieder vergessen. Ich bin jetzt ganz schnell im Cheaten. Das dauert keine 3 Sekunden. Natürlich war es war okay. Natürlich Yuki Ishikawa. Entschuldigung. Ja. Yuki Ishikawa. Und das war halt echt fies. Ach, bei Ambition. Ja, was wie dieser alte Mann, ne? Dachtest du, um Gottes Willen. Aber als die beiden sich dann. Das war eine Doublette von diesem, von, also der Kampf gegen Ishikawa war fast eine Doublette von Thatcher, als wenn er ihm sich vorher mit Hideki Suzuki zusammengesetzt hat, hat gesagt, guck mal hier, ich schiebe jetzt eine Videokassette rein, guck dir den Kampf an, genau so machen wir das. Die Headbutts gab es halt auch gegen Ishikawa und die waren richtig fies. Also ich habe das erste Mal es mitgekriegt, wie wirklich in einem Wrestling-Kampf so Stirnplatte an Stirnplatte klatschen. Tolles Geräusch, ne? Dieses Geräusch, wie sich dann der ganze Körper innerlich zusammenzieht und die ganze Halle schreit. Also, und vor allem dachtest du, ja gut, Yuki Ishikawa, 52 Jahre alt, sieht aus wie 81, ne? Sollte das vielleicht nicht machen. Aber hat er. Ne? Aber, dieser Kampf hier echt super. Hat mir echt richtig viel Spaß gemacht. Und ist so, ich bin immer noch am überlegen, ob es mein Match of the Night ist. Ist schwierig. Schwierig. Es ist halt ein absolutes Mirror-Match an der Stelle. Ja. Weil beide 1:1 den Stil vom anderen wrestlen können. Eben, ja. Und also beide unglaublich technisch, unglaublich Grappling-talentiert, Wrestling-talentiert, tolle Submission-Holds. Beide hätten jetzt absolut null
Grund, mal nicht den Kopf einzusetzen. Und beide werfen halt sehr gerne zu Plässen. Und das ist im Endeffekt alles, was wir hier in dem Match sehen. Absolut. Und auch, also dieser Tritt von gegen den Kopf von Thatcher. Oh, alter Schwede. Wei, oh, wei, oh, wei, oh, wei. Also das hat, also hier zuckt es einen richtig zusammen so teilweise, was die beiden sich da gegenseitig antun. Ist halt aber auch wunderbar, dieses Kämpferherz von Thatcher dargestellt. Halt alles frisst. Der dann auch im Endeffekt der Erste ist, der einen Suplex werfen kann. Ja. Aber dann halt letztendlich selber derjenige ist, der so einen Butterfly-Suplex frisst. Gut-Wrench. Ja, ein Gut-Wrench-Suplex. Oder was war das? Ja, was? Ein Gut-Wrench? Ein Butterfly. Also okay. so Double Underhook. Ach, ja, Double Underhook, ja. Overhead. Ja, genau. Und da halt dann auf dem Nacken landet bei und los. Knockout. Genau. Knockout bei Suplex. Genau. Vorher hat er den Gut-Wrench noch gefressen und den Backbreaker. Oh ja. Der voll durchgezogen. Also, die beiden haben am nächsten Tag ihre Knochen gemerkt. Würde ich behaupten. Ja. Also, Wahnsinn. Wahnsinn, wie intensiv das war. Hab mir aufgeschrieben, was für Feinschmecker. Ne? Also, das ist. Und es steht einfach nur wow da, weil das ist einfach so unfassbar brutal teilweise, was die sich antun. Und deswegen, also ich bin sehr stark am Überlegen, ist es mein Match of the Night oder ist es nicht? Und ich sage, es ist das Match of the Night, weil es mich im Main Event eine Sache gibt, die mich ein bisschen gestört hat. Aber da kommen wir noch zu gleich dann. Also, ja. Aber auch das ist halt hier wieder so ein Match, was halt heraussticht aus der Karte, weil es eben dann so systematisch die Zerstörung von Timothy Thatcher ist. Wie Hideki Suzuki ihn einfach kaputt wrestelt. Ja. Ja, und Thatcher eben mitgehen kann, aber keine Ahnung, sagen wir mal, besteht 52 zu 48 und die 2%, die halt Suzuki mehr hat als Thatcher, die reichen halt aus in dem Fall, um einfach Thatcher zu zermürben und irgendwann ist dann eben der Moment gekommen, wo dann der eine große Move durchgehen kann und es reicht dann eben. Und ich finde es auch sehr cool, im Aftermath, dass dann Suzuki sich dann die Ringkampf, beziehungsweise war das noch ein Ringkampf? Nee, das ist einfach nur eine Catch-as-Catch-Can, steht da drauf auf. Das war von Suzuki, das hat ein Handtuch. Das hat er ihm ja ins Gesicht geworfen. Genau. Weil Thatcher ist ja nicht mehr Ringkampf. Hat das nicht Thatcher mit rausgebracht, das Ding? Nee, ich glaube nicht. Das war von Suzuki, das Handtuch. Weil Thatcher ist nicht mehr Ringkampf. Okay. Das ist seit dem Karat so. Ist er dann da schon komplett ohne Ringkampf-Gear aufgetreten und hat die Pose verweigert. Okay, hat er auch das andere Theme jetzt gehabt, habe ich gesehen. Genau, und wieder farbige Klamotten, wenn man es so nennen möchte, dieses Blau. Dunkelblau, schwarz und dunkelblau. Das dunkelste Blau, was er gefunden hat. Absolut. Und tatsächlich ist... Aber er hat darauf gewartet und hat ihn halt echt aufgefordert, steh endlich auf und gib mir die Hand. Ja. Er hat dann zumindest den Respekt gefordert. Ja. Und den hat er auch bekommen. Und es ist... Thatcher ist, glaube ich, im Moment einer der lovable Loser der Wrestling-Szene irgendwie. Hat ja bei Ambition... Also er hat ja im Karat an Tag 1 gegen Lucky Kid verloren, hat dann den Superfight bei Ambition gegen Yuki Ishikawa verloren, hat dann nochmal Ringkampf sozusagen seinen letzten Kampf gehabt, also für Team Ringkampf mit Alexander Wolf und Veit Müller und hat da gegen Irii, Sekimoto und Ishikawa verloren, hat dann gegen Dan Maloney verloren, ja, jetzt hier gegen Hideki Suzuki und konnte dann einen Tag später seinen ersten Sieg überhaupt einfahren. Seit langem. Mhm. Und das gegen David Arquette. Alles richtig gemacht. Alles richtig. Soweit ich das mitbekommen habe, war das auch so eins von diesen Dream-Matches, die Thatcher noch hatte, dass er mal gegen Hideki Suzuki wrestlen möchte. Und das hat er hier bekommen. Und was halt gerade bei dem Stil, den die beiden eben haben, unglaublich schwierig ist es richtig zu timen, wie lange du so ein Submission Hold ansetzen kannst. Ja. Ja, also du kannst natürlich auch für 10 Minuten auf den Gegner legen und ein Headlock ansetzen. Aha.
Aber dann saugst du halt irgendwann die Stimmung aus der Halle raus. Und die beiden haben das hier richtig gut getimt. Und da siehst du halt, das sind echt Meister ihres Faches. Und wie du es eben sagst, der Thatcher ist halt in meinen Augen jemand, der kann wunderbar einen dreckigen Heel spielen. Der hat den Look auch dafür, da schaut er so Gollum-mäßig aus halt, ne? Ja, dieser Zahnlücke und Ja, ja. also dem möchtest du einfach noch eine zweite Zahnlücke verpassen, aber auf der anderen Seite kann der halt auch als Babyface unglaublich glaubwürdig wrestlen. Und dann ist er eben, wie du sagst, der Lovable Loser. Der halt verprügelt wird wie sonst was. So ein Aber wer bisschen auch was nicht ist. von na, wie ist er an der Biff Music bei NXT? If Music? Was? Wie? Bei NXT, der Partner von. Oh, der. Jetzt. Jetzt Jetzt bin ich steht auch am Blanken am Namen. er. Übernimm mal kurz. Okay. Also auf jeden Fall wollte ich da nämlich noch die Frage in den Raum werfen. Es gab jetzt kurzzeitig mal Gerüchte, dass die WWE Interesse an Timothy Thatcher hätte. Only Lorcan meine ich. Aha, okay, alles klar. Okay, Arnie Lorcan. Ja, doch, das. Arnie Lorcan gegen Timothy Thatcher, also das gab es ja auch schon, ich glaube bei PWG. Ich glaube, dass das schon gab. Ich meine, das hätte ich irgendwo gesehen. Ja, super eigentlich. Also, das wäre auf jeden Fall. Aber also Timothy Thatcher angeblich im Fokus der WWE. Aber Lorcan und Thatcher sind halt sehr ähnlich Absolut, vom absolut. ganzen Charakter her, finde ich. Also vom Look her ist eine gewisse Ähnlichkeit da. Das sind beide so lovable Losers. Und genau deswegen sehe ich eigentlich keinen Platz für Thatcher. Weil ich weiß auch nicht, also sein, wenn man, das ist ja auch das, was wir hatten das Thema ja auch schon im NXT-Podcast. Denn ja, Zack selber ist halt auch nicht WWE, ne? Dann ist ein Timothy Thatcher erst recht nicht WWE. Also, ich würde gerne Timothy Thatcher mal in einem G1 sehen. Ja, das könnte interessant sein. Ich glaube, wenn das wäre nochmal so eine Sache, die richtig interessant wäre. Ja, also ihn dann halt gegen die ja, Okadas dieser Welt und solche Sachen halt, ne? Ich hatte ja letztes Jahr noch die Hoffnung, dass letztes Jahr mit Walter eben ein bisschen die Tag Team Division aufmischt bei New Japan. So Das hat's. mal eine Tag League mitmachen oder sowas. Weil sie Ja. ja bei RevPro auch Matches hatten mit Evil und Sanada, wenn ich mich richtig erinnere. Also die Tür war ja offen in der Richtung. Ja, aber das ist ja auch der Grund, warum Walter nie, also gesagt hat, er möchte eigentlich nie bei der WWE mehr oder weniger im Hauptroster arbeiten, ne? Einfach das Reisen ist nicht so seins. Ja, und ich glaube, Thatcher, also er wohnt ja mittlerweile in Deutschland. Und ja, ich denke, wenn er Bock hätte, denke ich mal, wäre New Japan bestimmt dann nicht abgeneigt, ihn mal für eine Tour zu haben. Ich denke, man kann ihn mit seinem Stil ordentlich overbringen. Absolut. Ich meine, man hat es geschafft, einen Zack selber overzubringen und ich bin mir sehr sicher, wenn wir jetzt dann das Best of Super Junior sehen, dass man auch einen Jonathan Gresham overbekommt mit seinem Stil. Ja, definitiv. Ja. Gut. Haben wir einen Haken hinter oder Gut, dann haben wir ein was? Main Event noch. Dann haben wir noch ein Main Event. Ja. Ja, Suzuki oder der Zweite. ja. Nämlich der King. Minoru Suzuki. Mit dem alten Theme. Gegen. Gegen den namensgebenden Menschen hinter der Veranstaltung, Josh Barnett, Den Warmaster. den Warmeister, den Kommentator von New Japan. Ja, oder den, oder wie er mal bei einer Grappling-Show angekündigt wurde, All Around Badass. Der in seiner Freizeit gern Magic-Karten spielt. Kann man machen. Absolut. Ich habe das Match geguckt, ich habe die Entrances gesehen und ich habe gesagt zu meiner Freundin, also wenn ich mit über 50 so ausschaue wie Suzuki, habe ich alles richtig gemacht. Ja, Dann und kommt Josh Barnett. dann kam Josh Barnett rein und sage ich, okay, wenn ich in 3 Jahren mit 42 so ausschaue wie Josh Barnett, habe ich alles richtig gemacht. Josh Barnett ist der Wahnsinn eigentlich, ne? Also, ich glaube, es gibt fast keinen Menschen auf dem Planeten, der mehr Leidenschaft für dieses Ganze hat, oder? Also. Er ist halt auch unglaublich smart. Ja, Absolut. also er ist,
legit, er ist smart, er kann sich ausdrücken. Der bringt eigentlich alles mit, was man haben muss, um ein großer Star zu sein. Ja, um eine große Karriere eben anzustreben. Und ich meine, der ist jetzt auch schon 41, hat ein ganzes Stück Erfahrung schon auf dem Buckel, hat seine MMA-Karriere, hat seine Wrestling-Karriere. Jetzt frisch einen Vertrag bei Bellator unterschrieben. Mhm. Ja. Also, und Josh Barnett hat ja halt auch schon Wrestling-Erfahrung. Ne? Ist ja nun in Japan, glaube ich, schon getourt. Ja. Er war bei Impact. Ne? Ja. Ja. Also, und er trainiert ja auch Wrestler. So ist es ja nicht, ne? Also, das ist ja das, was ich dann damals als dann hier die Rouseys und Shayna Baszlers dieser Welt dann auf einmal bei der WWE auftauchten, habe ich ja auch gesagt, Leute, die sind jetzt nicht von null an da. Die trainieren ja mit dieser ganzen Truppe um Josh Barnett. Wrestling seit Jahren. Ne? Dazu gehören dann halt hier Roderick Strong und Konsorten. Ne? Diese ganze Krieg. Und da ist halt auch Josh Barnett gehört dazu. Ja. Ich habe gerade mal geschaut, sein letzter MMA-Kampf war tatsächlich 2016 in Hamburg, Germany. Oh! Ach stimmt, da habe ich noch überlegt, ob ich hin will, weil es eben Josh Barnett ist. Ja. Hat auch echt guten Rekord, 35-8. Oh. Hat übrigens auch den vorhin schon mal erwähnten Frank Mir schon weggeballert. Ja. Sehr guter Mann. Absolut. Ja, und ansonsten, also es ist ein Match der Kategorie, wir bringen uns gegenseitig so lange um, bis einer tot ist. Es ist vor allem auch ein Match der Kategorie, bis ich es gesehen habe, habe ich nie gewusst, dass ich es unbedingt sehen möchte. Ja. Ja, du merkst halt auch, die Fans haben einfach nur Bock auf das Match. Ich hab auch einen Reisebericht mitbekommen, von einem Fan, der unmittelbar nach dem Suzuki-Entrance gegangen ist, weil er gesagt hat, okay, ich habe alles erreicht, was ich am WrestleMania-Wochenende haben wollte. Ich wollte einmal Katze Nina Reh schreien und jetzt gehe ich wieder. Das Match interessiert mich nicht. Oh, Idiot. Ja, hätte er mal besser 25 Minuten Magie beobachtet. Absolut. Und das, was mir auf jeden Fall, was ich mir aufgeschrieben habe, was ich mir sofort notieren musste, die WrestleMania nächstes Jahr findet in Tampa statt. Mhm. So. Die WWE hat ja irgendwie scheinbar vorsorglich so ziemlich jede Location, die es in dieser Stadt und St. Petersburg nebenan geblockt. Oder zumindest das ist Stadt der Plan, Tampa ja. Unter die Stadt Tampa unter will sie unter Druck setzen, diese ganzen Locations alle dicht zu machen, sonst gehen sie halt woanders hin. Ich glaube, das wird eher so gelaufen sein. Und hier wurde verkündet, ja, Game Changer hat schon eine Location in Tampa für nächstes Jahr. Das habe ich mitbekommen mit Joey Janela's Spring Break. Haben die das nicht auch schon für 2020 yeah. bestätigt? Genau, in Tampa. Also die haben schon eine Halle. Da war jemand sehr smart und sehr schnell. Und hat einen, jemanden, einen Location-Veranstalter gefunden, der sich da nicht so von piefen lässt irgendwie. Ja, jetzt mal ganz ehrlich, das ist auch so eine absolute Kacknummer, ja, weil ja. Was hat die WWE da für ein Problem damit? Das ist eine sehr gute und auch berechtigte Frage, die ich dir leider nicht beantworten kann, weil ich meine, du ziehst ja noch mehr Fans. Ich meine, ich verstehe es. Ich hab im blauen Board auch so eine Diskussion mitverfolgt, wo auch einer gemeint hat, ja, warum sollte die WWE denn auch veranstalten, damit irgendwelche Indie-Geeks sich irgendwelche Shows angucken können. Ja? Dann denke ich mir, ja, aber die beiden sind doch gar nicht in der gleichen Welt. Ja, eben. Und ja, weil die gehen ja auch zu WrestleMania eigentlich, ne? Also eben. Ja, und letztendlich, das eine ist ja Indie-Wrestling und das andere ist ja auch bewusst Entertainment. Ja, eben. Ja, Vince McMahon hat er keine Wrestling-Liga mehr. Ja. Das ist ja eine Entertainment-Liga. Veranstaltungsfirma. Also ein Entertainment-Happening. Du gehst ja nicht zur WWE, weil du spektakuläres Wrestling sehen möchtest. Wenn du es bekommst, schön. Mhm. Du gehst ja dahin,
wegen um unterhalten dem, zu werden. Ja, wegen dem Namen und wegen der Präsentation. Eben. Wegen dem Happening WWE. Und ich sehe da gar nicht irgendwie das große Problem, was die da miteinander haben. Ja. Umso erfreulicher ist es, dass da eben zumindest Game Changer da jetzt eben scheinbar schon eine Halle hat. Und wenn die eine Halle haben, dann haben andere Ligen auch eine Halle. Also wenn sie es wieder so im Collective dann machen, irgendwie wie hier, dann haben auch andere Ligen eine Halle. Ja, das werden wir schon wieder hinbekommen. Ja, und dann könnte man halt, was weiß ich, dann macht man halt vielleicht nur 5 Shows oder irgendwie sowas in dieser Halle. Aber dann kannst du halt ein Supercard an Supercard irgendwie basteln und hast vielleicht noch was Brutaleres als Gegner, also was heißt als Gegner, aber im Umfeld von WrestleMania als 30 Indie-Shows. Ne? Dann ist halt der Aspekt, das mit dem man dann vielleicht hervorheben müsste, dass man dann doch als Independent Wrestling Kollektiv, wie du es eben sagst, zusammenarbeiten müsste. Gegen die, in Anführungszeichen, Grüße Stefan, böse WWE. Oder es gibt ja noch so eine andere Stadt in Florida, wo dem sich eine andere Promotion in Zukunft beheimatet fühlt. Ne? Ich glaube, da gibt es dann bestimmt Leute, die da auch Hallen veranstalten würden. Also, why not, ne? Sicher. Ja, absolut. Gibt immer Mittel und Wege. Also, ich warte jetzt da einfach mal ab, weil es wird nicht so heiß gegessen, wie es gekocht wird. Eben. Wenn das Echo zu groß, also das Negativ-Echo zu groß ist, sagt die WWE auch, ja gut, dann ist das halt so. Du mal ganz ehrlich, das war ja jetzt dieses Jahr ja auch so. Da haben sie ja auch NXT und die Supercard auf den gleichen Tag gelegt gehabt. Ja. Und letztendlich ist man dann von WWE-Seite aus zurückgerudert. Ja. Und hat NXT und die Hall of Fame getauscht. Um eben den Fans die Möglichkeit zu geben, beide Shows zu gucken. Ja. Weil letztendlich ist man ja auch kein kompletter Idiot. Ja, eben. Weil du verscherzt es dir ja dann ja auch eigentlich nur mehr oder weniger mit ein paar Leuten. Also was heißt mit ein paar tausend Leuten dann, ne? Die dann wiederum vielleicht weniger dein Produkt konsumieren. Ich denke, der smarte Teil in der ganzen Geschichte ist dann eben Triple H. Ja. Der dann eben auch sieht, in dem Moment, in dem ich es mir jetzt auch hier wieder mit dem Kollektiv Indie-Wrestling verscheiße, grabe ich mir selber die Quelle für zukünftige Talente ab. Absolut. Ja, weil woher kommen denn die ganzen zukünftigen WWE-Guys? Also aus solchen Veranstaltungen halt hier. Und das ist ja auch dann... Ja, warum sitzt denn da oben William Regal im Balkon? Ja, eben. Weil, wenn nicht um sich Leute anzugucken. Ne? Wie zum Beispiel ein Killer Cross, wie einen Chris Dickinson, also Dan Severn. Ich habe ja gehofft, dass er Minoru Suzuki klar macht für WrestleMania-Auftritt. Ja, gegen John Cena. Gegen John Cena. Dann choked er den Doctor of Thugonomics aus. Ja. Ah, schön. Ja. Ja. Aber wir sind immer noch bei Josh Barnett und Minoru. Ja. Das ist im Endeffekt genau das, was du von dem Match erwarten konntest. Es ist ein typisches Minoru Suzuki-Match. Ja. Es geht nach draußen auch, ne? Ja, ja, ja. Und er cheatet ein bisschen. Ja. Aber im Endeffekt alles, was du von ihm haben möchtest, übertriebene Mimik, die Zunge kommt raus. Ja, alles. Josh Barnett zeigt Fighting Spirit, er zeigt Fighting Spirit. Die beiden feuern sich gegenseitig hoch. Es ist ein wunderbares Match. Absolut. Das Einzige, was ich habe, ist halt, ich weiß nicht, ich habe das gestern spät abends geguckt und war auch schon ein bisschen müde. Aber kann es sein, dass Minoru Suzuki Josh Barnett mit einem Stuhl geschlagen hat? Er wollte ihn mit einem Stuhl schlagen. Okay, weil dann wäre ich nämlich irgendwie ein bisschen mangelig mit dem Match gewesen, weil das halt auch im Opener nicht erlaubt war. Ja, aber da kam eben dann der heilige Kabelbinder zum Einsatz. Ja. Weißt du, weil es geht nach draußen. Eben wie in jedem guten Suzuki-Match eben, ne? Ja. Und dann schnappt er sich den Stuhl und will den wegreißen und dann hängt er da die halbe Reihe dran und sagt, verdammt. Dann slapp ich ihn eben tot. Ja. Und das haben sie dann auch getan. Also echt, also es ist wirklich bis ans Limit und darüber hinaus. Es ist ein fantastisches Match. Ja. Und du musst halt auch sehen, das ist halt hier der King of Pancrase, der das Ding erfunden hat, der im Endeffekt der Erfinder von MMA ist oder einer der Erfinder von MMA ist und auf der anderen Seite einer der letzten oder sogar der letzte Pancrase Openweight Champion.
Ja. Ja, also Plus die einer, beiden. der dann halt, wenn du hier sagst Wrestling, dann halt auch von sich behauptet, dass er für seinen MMA-Stil Wrestling, also nicht Taktiken, sondern Wrestling benutzt, Pro-Wrestling für seinen MMA-Stil mit vereint hat. Ne? Also, das schon, echt klasse. Und der auch muss seinen zweiten Frühling gerade nochmal hat. Also, Absolut. wenn du dir anschaust, ne, die Josh Barnett-Matches, da war halt sehr viel Anfang der 2000er, gerade in New Japan eben unterwegs. Und dann war das Ganze etwas eingeschlafen. Und jetzt seit 2, 3 Jahren fängt er wieder an, das ein oder andere Match mit einzustreuen. Und das ist ganz nice. Und so eine MMA-Karriere läuft ja auch noch nebenbei. Eben Eben. Bellator jetzt gerade eben frisch. Ich fand's super geil. Wunderbares Grappling, Wrestling, Slaps und dann Catch kommen wir, as catch can. genau, Catch as Catch can und dann kommen wir eben zu dieser Schlussphase. Es wird angesagt, noch 5 Minuten, noch 3 Minuten, noch 2 Minuten und dann so die letzten 30 Sekunden einfach nur nach offener Ja. Schlagabtausch. Genau so, wie man es eben haben möchte. Einfach nur ein Krieg, bis einer umfällt und es fällt keiner um. Die Zeit läuft aus. 20 Minuten, Time Limit Draw, Draw. draw, ja. Und die Fans chatten 5 more minutes. Und dann stellt sich Suzuki in den Ring und sagt so, und der Kommentar sagt so, ja, nee, also Suzuki möchte das auf gar keinen Fall, und das Publikum ist das, und Suzuki, 5 more minutes! Und das Publikum flippt total aus, und der Ja. Kommentator sagt, okay, hab mich gehört. Ja. Und Los dann geht's! kommt noch diese unfassbar geile Situation in dieser in der Overtime dann halt einfach wie Minoru Suzuki Josh Barnett beleidigt und Josh Barnett antwortet, indem er ihn auf Japanisch beleidigt. Er sagte, also so wie ich das bekomme, sagt dem Suzuki zu ihm, I am a man. Ja. Und bekomme auch das Gleiche von Barnett zu hören auf Japanisch eben. Total geil, Super. absolut. Was an dem, das Einzige ist, was ein kleines bisschen mehr ist, ist dann das tatsächliche Finish. Also nach Ja. 4 Minuten 30 in der Overtime sind die beiden eben am Boden und wir sind im Endeffekt in der ähnlichen Situation wie bei Dan Severn und bei Frank Mir. Beide haben sich gegenseitig am Bein und keiner gibt auf und die Zeit läuft aus und im Vergleich zu dem offenen Schlagabtausch 5 Minuten vorher ist das halt hier etwas antiklimatisch. Ja, Aber etwas, aber es schmälert es trotzdem nicht. es schmälert es nicht. Die beiden lösen auch fair sofort und du siehst beiden noch an, dass sie platt sind. Absolut. Und im ersten Moment ist das Publikum so etwas unbefriedigend. Und dann kommt aber auch dann auch direkt die offizielle Durchsage, das hier ist ein Time Limit Draw. Sie realisieren, es ist Okay. vorbei. Und es gibt Standing Ovations. Sie akzeptieren sofort, okay, Ja. passt. Waren 25 absolut geile Minuten. Und wann kannst du es denn mal bei einer Wrestling-Veranstaltung bringen, dass im Main Event es ein Time Limit Draw oder ein am besten Double Countout DQ, ohne dass die ganze Show gleich zerrissen wird? Da musst du mal drauf achten, da ist direkt am Ring, eben gegenüber von der Hardcam, so Hm? ein langhaariger, etwas Der dickerer Bärtige Fan. mit dem Bart? Ja, der hat den Spaß seines Lebens bei dem Der Match. geht Also der voll ab. feiert den Entrance schon ab bei Misu. Der ist am Schluss der Erste, der aufspringt und Standing Ovations gibt. Der hat den Spaß seines Lebens. Der genießt dieses Ding von vorne bis hinten und das ist genau das richtige Mindset für die Show. Und gefühlt ist er auch der Fixpunkt im Publikum für die ganze Show, denn alle anderen drumherum werden irgendwie verschwinden teilweise und dann kommen andere. Also wenn du das nochmal guckst, muss man darauf achten. Neben ihm sitzt ein Vater-Sohn-Gespann, die verschwinden einfach irgendwann ab Hälfte der Show. Und dann kommen andere dazu und die Stuhlreihen hinten auf der Tribüne werden voller. Also hier haben sich einige wahrscheinlich wirklich gesagt, ich schenke mir die erste Hälfte. Es ist auch so, dass aufgrund von Anreisegeschichten Ja, das hat ja Volker erzählt, ne? einfach Also. viele Leute erst spät gekommen sind. Ich höre ja die Podcasts von postwrestling.com und die haben ja ihre WrestleMania Diaries 4 Tage lang hochgeladen. Die waren auch bei der Show und die haben die ersten 3 Matches verpasst. Einfach weil sie gesagt haben, Schaffen wir nicht. Flug wird ein bisschen knapp.
müssen erst ins Hotel Gepäck abgeben, also von New Jersey nach New York Gepäck abgeben, von New York wieder zurück nach New Jersey. Und dann muss man einfach abwägen, essen wir vorher noch was? Oder gehen wir einfach hungrig zur Show und danach was essen oder so. Dann das. Stress ist hinterher. Und das Ding ist, du musst ja, dann, wenn du nach New Jersey willst, das hat ja Volker, glaube ich, auch geschrieben, ne? Es ist, entweder du nimmst den Zug oder du fährst halt mit dem Auto durch den Tunnel. Und um die Uhrzeit durch den Tunnel, du fährst nicht um die Uhrzeit durch den Holland-Tunnel. Vor allem rückreisemäßig ist es schwierig, weil ab 1 Uhr nachts scheinbar keine Zugverbindung mehr zurückgeht. Ja. Deswegen ist es einfach in meinen Augen auch ein Schlag ins Gesicht von der WWE an alle Fans, die bei WrestleMania da waren, die Show so lang zu machen. Ja. Ja, weil WrestleMania endete, glaube ich, um was war es, 1? Halb 1? Kann sein. Und im Endeffekt ist es auch ein Schlag ins Gesicht für die Leute, die dann in den Main Event gehen, weil du dann gegebenenfalls Fans in die Situation bringst, dass sie sagen, ich würde schon ganz gerne auch den Main Event gucken, aber wenn ich jetzt noch irgendwie stressfrei zurückkommen möchte, muss ich vorher gehen. Ja. Ich selber weiß, wie scheiße die Situation ist. Es ist mir bei der GWF oben auch schon so gegangen. Bei dem Rumble. Battlefield. Battlefield, was? Genau. Bei Battlefield. Da waren wir beide da. Genau, wo ich auch mitten im Main Event gehen musste, weil ich gesagt habe, ich muss jetzt los, sonst erwische ich einfach meinen Bus nicht mehr. Ja. Und das ist unfassbar unbefriedigend für den Fan. Absolut. Und das ist unfassbar unbefriedigend für die Aktiven. Weil überleg dir mal, wenn jetzt bei WrestleMania auf einmal Unruhe im Main Event entsteht und Leute das Publikum verlassen, die Kamera fängt es ein, da heißt dann, oh, schau mal, die Leute gehen, weil sie keine Frauen im Main Event gucken wollen. Ja. Gefährlich. Ja. Ah. Also insofern, für das ganze Wochenende ist Unruhe im Publikum absolut verständlich. Und da komme ich jetzt halt wieder mit meinem persönlichen Gusto rein und sage, ich habe es eigentlich ganz gern, wenn ich die Fans im Hintergrund nicht sehe. Also gerne die Halle abdunkeln, von mir aus die ersten 2-3 Reihen beleuchten, so einigermaßen. Halt das, was halt von der Ringbeleuchtung noch mit auf die scheint. Und alles, was darüber hinausgeht, will ich gar nicht sehen. Das bekomme ich auch gar nicht mit, wenn da Unruhe ist. Also ruhig so, wie NXT das handhabt, meinst du auf jeden Fall. Ja, oder da wird ja gedunkelt. Wie hier oder auch wie es eben bei United We Stand gemacht wurde. Mhm. Oder auch beim Madison Square Garden, das ist auch relativ dunkel, finde ich. Bei der Supercard. Ja, also ich brauche diese 5000 Menschen. 5000 8K-Beleuchtung nicht, wo ich Tante Olga in Reihe 27 noch in die Augen gucken kann. Ja. Brauche ich nicht, will ich nicht. Will keine Fans im Hintergrund sehen. Am allerwenigsten bei der Hall of Fame, aber das ist ein Thema für einen anderen Podcast. Das, ja. Definitiv. Also ich bin, da sage ich, dann kann ich dir nochmal meine Meinung im Off-Talk dann zur Hall of Fame, wie man das vielleicht mal in Zukunft handhaben sollte, irgendwie. Naja. Aber ich denke, das war nicht das letzte Mal, dass wir die beiden gegeneinander gesehen haben, oder? Es wäre sehr unbefriedigend. Also wenn es das letzte Mal war, dann war es wirklich ein herausragendes, einmaliges Erlebnis. Ja. Aber grundsätzlich ist da jetzt halt auch die Tür offen für weitere Matches oder zumindest ein weiteres Match. Ich meine, wie gesagt, Barnett hat die New Japan-Verbindung, Suzuki sowieso und vielleicht also, geht ist da ja mal Tokyo was. Dome. Tokyo Dome. Warum nicht? Barnett gegen Suzuki. Warum nicht? Alles ist besser als Rambo. oder Six-Man-Gedönse. Ja, aber also und ja, was du eingangs gesagt hast, vielleicht dann Minoru Suzuki's Bloodsport. Why not? Warum nicht? Also ich muss echt sagen, ich bin mit Josh Barnetts Bloodsport deutlich glücklicher gewesen als mit Matt Riddles Bloodsport. Ja. Bei beiden war jetzt eben der gemeinsame Nenner Minoru Suzuki im Main Event. Ja. Wenn man für nächstes Jahr wieder sowas aufstellt, gerne wieder mit Josh Barnett als Namensgeber, wenn das möglich ist. Wenn nicht, ich könnte mich sehr gut mit Minoru Suzuki's Bloodsport nächstes Jahr anfreunden. Oh. Kommt dann halt, es wäre dann halt interessant, wie dann die Card aussieht, ne? Ob das dann ein bisschen japanischer vielleicht sogar wird.
Also, wir hatten ja jetzt 3 Japaner auf der Karte, ob das dann vielleicht mehr werden? Ist ja, also Game Changer hat ja so ein Fable für Japaner. Ja, es waren ja auch genug Japaner jetzt am WrestleMania-Wochenende da, in der Stadt, ja. Also, alles, was nicht bei DDT unterwegs ist, sozusagen. Jetzt stell dir mal... Nein, nicht die Dragon Gate. Ach so, ja. Die haben ja kein Visum bekommen. Jetzt stell mal Chris Dickinson gegen Tomohiro Ishii vor. Ja. Also wie gesagt, hätte ich durchaus kein Problem mit. Vielleicht sind wir auch Brock Lesnars Bloodsport. Gegen Frank Mir. Ja. Er ist der erste Mann, der in einem Ring ohne Seile stirbt. Ach, Mann, ey. Ja. Aber grundsätzlich, wie gesagt, haben wir anfangs ja schon gesagt, dieser Bloodsport-Event, der ist echt herausstechend. Der hat echt das WrestleMania-Wochenende aufgewertet in meinen Augen. Ich habe jetzt auch gesagt, ich gucke mir jetzt nicht jede Show an, die da stattgefunden hat an dem Wochenende, aber Bloodsport war auf alle Fälle auf der To-Do-Liste, weil es eben so herausstechend ist. Und also ich war dann nach dem letzten Jahr ja so angefixt, dass ich dann ja auch unbedingt eigentlich wollte, dass das öfter stattfindet als einmal. Aber mittlerweile sage ich, okay, dann habe ich etwas, worauf ich mich nächstes Jahr freuen kann. Ich denke, das eine Mal im Jahr ist echt okay. Eine schöne Sache. Es ist halt das Kumite dann, ne? Richtig. Das, was ja hier auch gechantet wurde, Kumite. Und um jetzt mal so ein bisschen aus dem Nähkästchen zu plaudern, das ist zumindest eine Show, die ich geguckt habe in voller Gänze. Ja, WrestleMania nicht. Ich habe es bis jetzt immer noch nicht ganz fertig geguckt. Also ich habe mir bei WrestleMania tatsächlich bisher nur die Entrances und die Finishes angeguckt. Ja. Also man muss es ja auch nicht. Ne? Es gibt ja halt dafür eben dann auch, wenn man es nicht gucken möchte, dann muss man es ja auch nicht. Nur weil es Wrestling ist. Ja. Und im Endeffekt, das, was eben WrestleMania ausmacht, was ja hängt bleibt bei WrestleMania, sind halt die Entrances, ja, weil du eben sehen möchtest, was hat, keine Ahnung, Bailey diesmal im Gesicht. Ja. Spoiler, furchtbare Farbe. Naja. Dann sind wir durch eigentlich, ne? Dann sind wir durch. Dann brauchen wir es gar nicht länger machen als Als die Show. Richtig. Und ich meine, genau das ist ja der Knackpunkt. Bloodsport waren echt coole 2 Stunden, knackig, kompakt, sowohl zeitlich als auch räumlich. Ja. Und das ist ein Konzept, was ich super gut finde und mehr davon. Ja. Also jedes Jahr einmal mehr davon. Wenn man das mal irgendwann hinkriegt, dass es wirklich in so einer Pagode irgendwie drin ist, in so einem China-Restaurant, das hätte schon auch noch was richtig Geiles. Mhm. Und vielleicht kommt ja Jean-Claude Van Damme mal vorbei. Jean-Claude Van Dammes Bloodsport. Ja. Also er ist dann nur der Host. Sozusagen. Chuck Norris Bloodsport. Boah, ja, Mann. Ja, Mann. Das war dann das 10-Year Anniversary oder sowas. Dann kann Frank Mir gegen ihn antreten. Stirbt er. Ja, definitiv. Ja, lange Rede, kurzer Sinn. Fazit und Punkte, bitte, Basti. Eine, ja, wirklich runde Show, wie gesagt, mit 2 Stunden eine genau richtig schöne Länge das Ganze gehabt. Die beiden Main-Events, sage ich jetzt mal, ich nehme jetzt mal beides Main-Events, Hideki Suzuki, Timothy Thatcher, Josh Barnett gegen Minoru Suzuki, herausragende Matches, beide absolute Guck-Empfehlungen. Da würde ich dann halt, wenn man sich dann sozusagen dem das gefallen hat, gucke sich dann halt noch Davey Boy Smith gegen Killer Cross an und dann hat man, glaube ich, würde ich sagen, die drei ja, besten Sachen von dieser Show auf jeden Fall gesehen. Ja, ich hatte mir hier eigentlich noch aufgeschrieben, dass Phil Baroni nervt wie Sau, aber jetzt so nach ein bisschen Quatschen drüber nehme ich das jetzt mal zurück und finde, dass er einfach da so ein bisschen, ja, der Show halt auch so seinen Stempel aufgedrückt hat im nicht unbedingt negativen Sinne. Kein Stinker dabei, also ja gut, das heißt kein Stinker, Frank Mir gegen Dan Severn war halt irgendwie awkward, aber nicht ein Stinker. Und hat mir richtig viel Spaß gemacht und ich würde den ganzen spontan 8,5 Punkte geben. Das klingt auch ganz gut. Ja. Dann würde ich mich punktemäßig da genau anschließen, gebe auch 8,5 Punkte. War eine sehr schöne, kompakte Show.
jedes Match, was du da hattest auf der Card, hatte seine Existenzberechtigung. Jedes Match war für sich einmalig und herausragend auf seine Art und Weise, weil jedes Match unterschiedlich war. Waren immer schöne klassische One-on-One-Fights, so wie man es halt möchte. Shoot-Style ist halt jetzt nicht irgendwas, was jedem gefällt. Man muss es halt mögen, aber man kann sich die Show durchaus angucken, wenn man eben offen ist für was Neues oder eben für Shoot-Style. Wenn man den Stil mag, dann muss man sich die Show angucken. Definitiv. Und jede Show, die damit endet, dass die beiden Leute, die im Main Event stehen, voreinander gegenseitig sich auf Knien Ehre erweisen, ist eine Show, die einfach rund ist. Und ja, am liebsten wäre ich damit gekniet. Ja, ja, war eine super Show, war für mich die erste Show vom WrestleMania-Wochenende, die ich geguckt habe. Und ich habe mir gedacht, okay, wenn es so weitergeht, die nächsten Tage, gerne mehr. Und 8,5 auch im Durchschnitt dann. Das ist eine sehr faire Wertung. Bei unseren Freunden von Cage Match hat das Ding im Durchschnitt sogar eine 9,16. Ja, und bei Genickbruch eine 1,6667. Ja, also ist eine super Show. Ja. Also wenn zwei Seiten unabhängig voneinander sagen, geil, dann kann man auch sagen, geil. Das haben wir geil. Geil. Gut. Also Fazit zu der Show, geil. Geil. Passt. Gut, dann sind wir am Ende, Basti. Dann sind wir durch. Wunderschön. Es war wunderschön. Ja. Dann klitzekleiner Ausblick, was auf alle Fälle noch kommt. Wie gesagt, wenn ihr uns jetzt direkt nach Release hört, am Karfreitag ist die nächste Show natürlich dann am Ostermontag. Da gibt es dann auch eine Sendung mit mir und der Nicole an der Seite. Da quatschen wir dann über Impact Wrestling, United We Stand. Together We Fall. Wir werden auf alle Fälle noch die Hall of Fame bequatschen diesen Monat, der Matze und ich. Und so wie es ausschaut, ist dann der Podcast, der noch dazwischen kommt, ja, die G1 Supercard. Ja. Ich fange schon wieder an, Serien aufzubauen, merkst du das? Ja, ja. Es geht schon wieder so los. Mr. WTR. Ja, ja, definitiv, ja. Definitiv. Mr. March ist jetzt Mr. April. Ja. Und, bin sozusagen der Pentagon des WTRs. Einfach überall. Ja. Ja. Was wir dann vielleicht noch gucken, also wir haben jetzt so, was könnten wir dann halt noch so, ja, ich denke mal, die manche Shows davon vom WrestleMania-Wochenende werden wir dieses Jahr definitiv nochmal reviewen. Die ein oder andere. Aber das machen wir dann übers Jahr so ein bisschen, denke ich mal, ist ja nicht weiter tragisch dann, ne? Wenn wir das so ein bisschen aufteilen. Dieses Jahr wollen wir, denke ich mal, auch den Spring Break dann so ein bisschen mitnehmen. Alle drei Shows? Zwei? Drei? Sind es nicht zwei? Es waren drei Nächte. Drei Nächte? Ja, mein Gott, eine Bola macht man ja auch in einem. Weil am dritten Tag war ja dann der große Clusterfuck. Der Clusterfuck Rumble, ne? Ja. Clusterfuck Battle Royale. Ja. Ja, dann kann man das ja vielleicht irgendwie aufteilen in zwei Podcasts. Mal gucken. Da gibt es einen Cliffhanger an Tag 2 und dann. Ich hätte ja fast schon eine brillante Idee für einen Podcast dazu, aber das wäre was, was wir erstmal off-talk besprechen müssen. Ja. Gut. Ja, aber es war mir wichtig, dass wir jetzt eben nach WrestleMania, nach NXT eben auch den Tellerrand eben aufmachen. Mhm. Bloodsport passt da ganz gut rein. Impact passt da ganz gut rein. Die New Japan Ring of Honor Show ist Pflichtprogramm bei uns, das war klar, da haben wir auch schon drauf hingearbeitet. Und was wir jetzt dann noch eben übrig haben vom WrestleMania-Wochenende, gucken wir einfach mal, streuen wir einfach rein, wenn uns irgendwie mal ein Spot offen ist. Ja. Vielleicht die WXW-Show vom WrestleMania-Wochenende. Ja, und selbst der Stefan wird ja auf einmal Penis-Party. Penis-Party, ne? Schimmer, ja. Stardom, DDT, was war noch? Da ist so viel Zeug gelaufen. Mal gucken. Also es kommt auf alle Fälle noch genug Zeug für euch auf die Ohren. Ihr guckt einfach bei uns auf die Seite und dann wisst ihr Bescheid. Richtig. Folgt uns in allen möglichen sozialen Medien. Ihr kennt das Spiel ja. Wir müssen es ja nicht jedes Mal runterleiern. Nein, muss man nicht. Gut, Basti, Haken dahinter.
Haben wir. Ja. Dann Zeit für die Verabschiedung. Ja, ich wünsche euch ganz, ganz, ganz viel Spaß allen Shows vom WrestleMania-Wochenende, die ihr jetzt noch vor euch habt und welche ihr auch immer noch dann gucken wollt. Und meine Aufforderung halt immer wieder, geht auch zu Shows hier in Deutschland, guckt euch Live-Wrestling an, das macht unfassbar viel Spaß. Ja, und ansonsten wünsche ich euch noch eine angenehme Zeit und sage gut Catch. Dann sag ich, danke Basti. Wir hören uns auf alle Fälle wieder, weil es war wieder eine sehr nette Unterhaltung mit dir. Ja. 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 Euch da draußen, ihr müsst jetzt auch Ja sagen. Vielen Dank fürs Zuhören. Bleibt uns treu und ich mache einfach kurz und knapp. Bis zum nächsten Mal. Wanker, Wanker.